Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und wir werden jetzt einen kleinen Clip sehen. Dieser Clip soll ein Stück weit anschließen an dem, was wir gestern gehört, gesagt, wahrgenommen haben, überdacht haben und dann werden wir in unser heutiges Thema einsteigen. Wir finden, egal in welchem Krieg, immer wieder die Täuschung des Gegners seitens des Angriffes. Angriff ist immer spannend, weil Angriff immer mit Trick, mit Überwindung der Regeln zu tun hat. Wir können die Täuschung des Gegners auf verschiedenste Art und Weise immer wieder nachvollziehen. Heutzutage heißt sowas False Flag Operations. My fellow Americans, renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action. Wie wir jetzt wissen, war ja der angebliche Angriff der nordvietnamesischen Torpedoboote auf einen amerikanischen Zerstörer absolut erfunden, frei erfunden. Aber Präsident Lyndon B. Johnson hat diese Lüge verwendet, um den Vietnamkrieg zu begründen. Und wir wissen ja auch schon vom ersten Golfkrieg, dass der Anlass... They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Das war ein inszenierter Hollywood-Event, der dann der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, warum man jetzt da losschlagen muss. They had kids in incubators and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. Ich erinnere aber auch an Bologna in den 70er Jahren. Also die Anschläge auf den Bahnhof in Bologna, von denen man 15 Jahre später herausbekommen hat, dass sie geplant waren vom italienischen Geheimdienst zusammen mit der CIA, weil es zu verhindern galt, dass in Italien eine Mitte-Links-Regierung unter Einschluss der Kommunistischen Partei an die Macht kam. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man eine False Flag Operation macht, um sie anderen in die Schuhe zu schieben. Operation Northwoods 1962 ist ja ein Zeichen dafür, dass es in einer demokratischen Regierung Überlegungen gibt, einem anderen Staat konkret geplante Anschläge in die Schuhe zu schieben und die Spuren so zu legen, dass kein anderer Schluss bleibt für die Öffentlichkeit. Ich war ja heute, das waren die Kubaner. Es sollte eine solche Kriegshysterie erzeugt werden, dass daraus dann die Legitimation, die Rechtfertigung zum Eingreifen in Kuba stattfand. Das hat Kennedy damals verweigert, hat es nicht gemacht. Aber immerhin, es waren alle Stabschefs von Army, Air Force, Marines und gibt es noch Navy, waren alle einer Meinung, dass man das machen sollte. Nach der Philosophie der Neokons sind das alles noble Lügen, die Elite, die Regierung.
hier, die muss einfach manchmal diesem dummen Volk irgendwelchen Quatsch erzählen, damit sie zum Wohle des Ganzen agieren kann. Das ist üblich, das ist normal und der 11. September reiht sich meiner Ansicht nach in diesen Zusammenhang ein. Sie haben Ihre Spuren vorher so gelegt, dass man sie hinterher nach dem 11.9. sofort aufklären kann. Und die Spuren, die eigentlich gelegt worden sind, nämlich wie diese Flugzeuge entführt worden sind, vielleicht auch ferngesteuert worden sind, wie diese drei Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht sind, da sind die Beweise so schnell wie möglich beseitigt worden. Das spricht alles für eine Tat unter falscher Flagge. Wir wünschen, dass unsere Regierung immer nur unser Bestes will und nur für unser Gutes arbeitet. Und wenn wir jetzt auf einmal feststellen, dass die Regierung sozusagen unser ärgster Feind ist, dann ist das so eine schlimme Sache, so bricht sozusagen unsere Welt so total in sich zusammen oder würde es, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen. Unter falscher Flagge, unter welcher Flagge geschieht nicht so manches, was wir heute sehen in den Medien oder was wir glauben zu sehen. Hier wurden nur einige Beispiele genannt, die ich ganz bewusst heute Abend nicht aus meinem Mund bringen wollte, sondern aus dem Mund von Personen, die Rang und Namen haben in den verschiedensten Bereichen in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland, sei es politisch, oder auch, wie wir gesehen haben, Offiziere des Militärs und andere, die uns deutlich machen, dass in der vergangenen Geschichte Deutschland, Europa und auch weltweit Aktionen gelaufen sind, die ganz bewusst eine Täuschung waren der Öffentlichkeit. Ich möchte uns begrüßen zu unserem heutigen Abend, zu dem Thema, das ein erster Teil sein wird, von dem morgigen zweiten Teil, also das heißt der zweite Teil insgesamt, über die neue Weltordnung und über das Thema. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Zu dem Thema. Die Mutter aller Verschwörungstheorien. Das, was wir gerade hier gehört haben, war George W. Bush vor der UN in einer bewegenden Rede, in der er aufrief, alle Beteiligten und Abgeordneten, die hier versammelt waren, auf keinen Fall diesen, wie sagt er, diesen skandalösen Verschwörungstheorien hinsichtlich der Anschläge vom 11.9. sie zu akzeptieren, ja sie zu tolerieren. Er rief sie dazu auf, die UN, hier Schritte zu unternehmen, um Personen, die hier diese skandalösen Theorien verbreiten, ja, das auf keinen Fall zu tolerieren. Er sagt hier, wer es nicht genau verstanden hat, bösartige Lügen, die versuchen, die von der Schuld der Terroristen ablenken sollen, und das ist weg von den Schuldigen hin, ja, auf die Unschuldigen transportiert werden sollen. Die Mutter aller Verschwörungstheorien. Nun, ich habe mir die Gedanken gemacht, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ich habe in den letzten Jahren, seit ich selber mich mit dem Thema beschäftige, habe ich, das sind jetzt knapp 4,5 Jahre, habe ich unzählige Gespräche geführt und ich weiß noch, in der ersten Zeit vor etwa 4 Jahren, und das hat hingereicht bis Ende letztes Jahr, dass wo immer ich versucht habe, Sensibilität zu schaffen für diese Thematik, dass ich immer wieder auf die gleiche Reaktion gestoßen war. Und die Reaktion war ganz einfach die, das ist absurd, das ist einfach dumm, so etwas zu glauben. Tausende von Menschen zu opfern, nur um ein politisches Ziel zu verfolgen. Mittlerweile hat sich viel verändert.
als ich gestern nach Hause kam, nach diesem Abend, es war zwar schon spät, aber es hat mich interessiert, weil gestern hatten wir ein historisches Datum, den 11. September. Und mich hat einfach interessiert, was ist an diesem Tag in Amerika passiert. Und ich habe, da ich kein Fernsehen habe, das Internet nochmal angeschlossen und habe versucht, die Nachrichten, die Zusammenfassung des Tages nochmal zu sehen, was passierte. Und es war interessant, zum Schluss, am Ausgang des Tages, waren tatsächlich Berichte über den 11. September. Und worüber? Man hat über alles berichtet, aber nur nicht über das, was tatsächlich auch wirklich stattfand. Man berichtete darüber, dass die Wahlkampfkandidaten Obama und sein Kontrahent sich trafen und sich die Hände geschüttelt haben. Man hat darüber berichtet, dass dort viele Menschen kamen und Grenzen niedergelegt haben. Und man hat viele, viele, viele Dinge berichtet. Aber was man nicht berichtete ist, dass gestern Zehntausende von Menschen dort am Ground Zero zusammenkamen und protestierten und nach einer erneuten Untersuchung verlangten. Das kam nicht in den Medien. Aber dazu später. Tatsache ist, dass wir seit Jahren damit konfrontiert werden, wenn wir versuchen, an die Thematik heranzugehen, eine Waffe eingesetzt wird, die so effektiv ist wie kaum eine andere. Und das ist einfach ein Stigma zu setzen. Und das Stigma heißt Verschwörungstheorie. Was ist aber eigentlich eine Verschwörungstheorie? Wir sind manchmal so schockiert, wenn jemand uns so konfrontiert, dass wir dargestellt werden. Und wer möchte schon gern ein Verschwörungstheoretiker sein? Wer denn? Denn das ist ja heutzutage ein Begriff, der damit sagen will, du bist nicht ernst zu nehmen. Verschwörungstheoretiker sind Spinner, die sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben und auf keinen Fall ernst genommen werden können. Und wer kann sich das erlauben, wer irgendwie einen Namen hat oder eine Position, sei es ein Journalist oder sei es irgendeine Person der Öffentlichkeit, wie kann sich eine Person der Öffentlichkeit leisten, mit solch einer Betitelung in der Öffentlichkeit weiterzuleben? Das ist nicht möglich. Das ist der Grund, warum die meisten dazu auch gar nichts sagen. Nun, ich habe mal nachgeschaut bei der Wikipedia und habe mir mal angeschaut, was eigentlich die Definition einer Verschwörungstheorie ist. Und Wikipedia gibt uns folgenden Vorschlag. Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen zu einem illegalen oder illegitimen Zweck zu erklären. Verstanden? Das heißt, eine Verschwörungstheorie ist nichts anderes als der Versuch einer Erklärung, warum gewisse Dinge oder ein gewisser Zustand oder gewisse Ereignisse so geschehen sind und mit welchem Ziel sie geschehen sind und das versucht anhand von Fakten zu beweisen. Nichts anderes ist eine Verschwörungstheorie. Das heißt, es ist eine These, eine Theorie, die anhand von gewissen Indizien versucht darzulegen, dass es tatsächlich einen konspirativen Komplott gibt. Und wir haben gerade aus dem Mund verschiedener Persönlichkeiten, haben wir in dem Clip gerade gehört, dass es das nicht nur einmal gab. Und den meisten von uns wird es bewusst sein, wenn wir ein Stück weit Allgemeinbildung haben und uns damit beschäftigt haben, mit der Politik des 20. und 19. Jahrhunderts, vor allem des 20. Jahrhunderts, weil das war das Jahrhundert des Krieges, dass es mehrfach Ereignisse gab, es wurden einige aufgezählt, Bologna, Pearl Harbor oder Vietnam oder. Gestern erwähnten wir interessanterweise auch Hitler und sein Regime. Und wir wissen, dass damals die ganze Geschichte und die Machtübernahme begann mit einer False Flag Operation, nämlich indem man den Reichstag selber anzündete und später es den Juden in die Schuhe schob. Somit hatte man innerhalb von einer Nacht ein Feindbild und man hatte einen Grund, in der Situation nach Menschen zu suchen, die hier etwas tun können,
die eine Lösung bereithalten. Das heißt, das ist ein interessanter Trick. Man verursacht eine Krise und wenn man die Krise verursacht hat und ein Feindbild aufgestellt hat, bietet man eine Lösung an und das funktioniert fast immer. Und wir haben gestern ein Zitat gelesen von Hermann Göring, der vor dem Kriegsgericht in Nürnberg 1953 die Aussage machte, dass er sagte, vor Gericht, dass er sagte, man schafft ein Volk immer dazu zu bringen, das zu tun, was ihre Führer wollen. Man muss nur Folgendes tun. Können wir uns noch erinnern? Ich wiederhole es, weil so mancher nicht da war. Man muss nur zwei Dinge tun. Das eine ist, wer weiß es noch? Man muss Angst machen. Man muss eine Gefahr heraufbeschwören. Und dann sagt er, und man muss diejenigen, die das hinterfragen, beschuldigen und sagen, dass sie nicht patriotistisch sind und nicht sich zu der Führergesellschaft stellen, quasi gegen die Führung sind. Und er sagte mit dem Satz vor dem Kriegsgericht, das funktioniert in jedem Land. Können wir uns erinnern? Und tatsächlich ist das eine der Operationen, wie seit Jahrhunderten, ich vermute seit Jahrtausenden, Politik gemacht wird. Und wir werden heute Abend sehen, dass die neue Weltordnung, der Gedanke einer neuen Weltordnung, gar nicht neu ist. Ich habe das Zitat mal in Kontext gesetzt. Vielleicht kann man es dann besser verstehen. Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, zum Beispiel den 9.11. oder den Irakkrieg, einen Zustand oder eine Entwicklung, zum Beispiel die Kontrolle über Personen und Medien, durch eine Verschwörung, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen, zum Beispiel die Bush-Regierung, die Bilderberg-Gruppe und andere, die man gar nicht alle erwähnen kann, wir bräuchten hier zwei Wochen, um diese Themen auszuarbeiten allein, zu einem illegalen, das heißt zu einem gesetzeswidrigen Zweck zu entfremden. Zum Beispiel die Einschränkung der Meinungs- und Glaubensfreiheit. Wir haben gestern Abend davon gehört und gelesen mit unseren eigenen Augen, dass das schon geschieht. Das ist in Amerika bisher und wir ziehen gut hinterher als Deutsche und weltweit, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, denken zu dürfen und äußern zu dürfen, was man möchte. Es ist nicht mehr Selbstverständlichkeit. Und das war eines der Prinzipien, die immer, immer in allen Zeiten von totalitären Regimen praktiziert wurde. Und wenn ich das sage, dann müssen manche schon schlucken, wenn ich diesen Begriff totalitäres Regime in Zusammenhang bringe mit der USA. Aber ich kann nicht anders, die letzten Jahre seit dem 11. September 2001 sind gewaltige Dinge passiert. Dinge, die die USA und gewisse Personen wirklich in die Nähe einer faschistoiden Ideologie rücken. Ich weiß, dass das gewaltig ist, was wir hier sagen, aber ich bin nicht der Einzige und es werden immer mehr. Wir haben gestern gesehen, dass mittlerweile aus diesem Grund, weil immer mehr Personen darüber nachdenken, 51% der Amerikaner verlangen, dass der Kongress eine neue Untersuchung anstellt, und zwar von Bush und Cheney hinsichtlich der Attentate vom 11.09. Hier von Zogby Paul, das ist eine Wiederholung von gestern. Zogby Paul, ein renommiertes Institut, das Statistiken erhebt. Und dann 67% beschuldigen die Kommission, die den 11. September untersuchte, dass der Einsturz des World Trade Center Nummer 7, das war das Gebäude, das 7 Stunden nach den beiden Twin Towers einstürzt, und zwar ohne Einschlag eines Flugzeugs, dass sie das nicht untersucht haben. Der Grund, ich habe es gestern erwähnt, World Trade Center Nummer 7 wurde in dem Bericht der Kommission, der FEMA-Kommission, nicht einmal erwähnt mit Namen. Dann hatte ich gestern noch kurz das Projekt Megiddo erwähnt und dass die Konsequenz aus dem ganzen Ereignis unter dieser falschen Flak-Ereignis letztendlich dahin geführt hat, dass neben der Angstmache, so wie es
Göring auch schon vor 50 Jahren gesagt hat, neben der Angstmache plötzlich der 11. September als ein Startschuss genommen wurde, um einen ganz neuen Krieg auszurufen, nämlich den Krieg gegen den Terror. Und mittlerweile wurden nicht nur Nationen dazu aufgerufen, sondern in Amerika werden einzelne Bürger dazu aufgerufen, die Ohren aufzumachen und die Augen aufzumachen, um zu schauen und zu beobachten, wer von den Nachbarn in ihrem eigenen Haus eventuell ein Terrorist sein könnte. Und dann gibt man Flugblätter aus, wo drauf steht, woran man einen Terroristen erkennen kann. Und dann habe ich Ihnen gestern etwas gezeigt, was Sie wahrscheinlich erschüttert hat. Das ist das Projekt Megiddo, in Auftrag gegeben vom Weißen Haus an das Federal Bureau of Investigation mit dem Ziel, ich werde das nicht mehr alles, nur ganz kurz, mit dem Ziel, die potenzielle Gefahr in Amerika zu untersuchen und die Kernmerkmale herauszukristallisieren von gefährlichen Gruppen oder einzelnen Personen. Und können wir uns erinnern, was die Kernmerkmale, einige der Kernmerkmale waren? Von den rechtsgerichteten, potenziell gefährlichen Gruppen? Es waren der Glaube, dass eine Apokalypse, das heißt, dass ein Ereignis bevorsteht, wie die Bibel es in der Offenbarung beschreibt, eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Christus und Satan und Menschen, die glauben, dass Jesus wiederkommt, buchstäblich. Das sind alles Merkmale, die in diesem 40-seitigen Papier drinstehen, woran man potenziell gefährliche Menschen erkennt. Und die Amerika als einen rechten Arm Satans betrachten und auch im Zusammenhang mit der römischen Regierung stehen und so weiter. Wir haben gestern darüber gesprochen. Also wir haben gestern gesehen, dass alles, was es braucht, um eine Tür anzustoßen und eine Kugel in Bewegung zu bringen, ist eine initiierte Krise. Diese initiierte Krisen gab es schon oft. Aber der 11. September spielt hier eine besondere Rolle im Zusammenhang dieser Krisen. Und das sagt jeder und es gibt jeder zu, dass der 11. September eine Krise war, die kosmopolitisch, das heißt auf dem ganzen Planeten Erde, zu Konsequenzen führte. Ich meine, wir haben schon die letzten Jahrzehnte immer Krisen, große Krisen, schwere Krisen gesehen. Man kann ja gar nicht mehr Medien anschauen und Fernsehen schauen, ohne nur noch Krisen zu sehen. Ich meine, ganz ehrlich, was sehen wir denn, wenn wir das Fernsehen anmachen und wollen Nachrichten sehen, das heißt Informationen, wollen uns bilden über das, was geschieht. Was sehen wir denn im Fernsehen immer? Egal ob auf ARD, ZDF oder sonst wo, auf den freien Kanälen, wir sehen Krisen, Krisen, Konfliktherde, Konfliktherde, Krisen. Das hat ein Ziel, hat einen bestimmten Grund. Man möchte natürlich ja auch die Menschen ständig auch immer wieder daran erinnern, dass die Welt gefährlich ist. Aber es gibt so viele andere Dinge zu berichten. Also wir haben eine initiierte Krise mit dem 11. September und die Zeugenaussagen über Sprengungen und Serienexplosionen, die wir gestern alle studiert haben, die Berechnungen und Analysen von Experten, von Ingenieuren, von Architekten, von Universitätsprofessoren, die ich Ihnen gestern vorgestellt habe, und das werden immer mehr, mittlerweile haben sie sich organisiert in einem Dachverband, über 1000 Ingenieure und Professoren, Gesetze der Physik und so weiter und so fort. Und unser gesunder Menschenverstand, allein wenn wir zuschauen und wenn wir denken, haben nichts genützt, um die Folgen dieser Krise aufzuhalten. Wir haben gesehen, dass die Weltbevölkerung in Angst versetzt wird und wurde seit dem 11. September wie noch nie zuvor der Kampf gegen den Terror und alle Terrorverdächtige. Und wir haben gestern studiert die neuen Gesetze, wie zum Beispiel die Bill 1955 und 1959, was einfach hier definiert, wer potenziell terroristisch verdächtig ist. Und sie unterscheiden hier zwischen Homeland Terrorism, also und zwischen ideologischem Terrorismus. Und ideologischer Terrorismus, haben wir gestern gesagt, bedeutet mit Handlungen, Äußerungen oder Veranstaltungen regierungsgefährdende Aktionen oder Handlungen zu betreiben oder Äußerungen zu stellen. Also sehr vage Formulierungen, die letztendlich jeden ins Fadenkreuz nehmen können, wenn man das nur will. Und dann haben wir gestern, und da sind wir stehen geblieben, können wir uns erinnern, George Bush mit seinen
sehr beeindruckenden Aussagen, dass er die Welt zum Frieden führen will, und da möchte ich gerne weitermachen. Jeder wird sich von uns hier fragen, gut, ich versuche zu verstehen, diese Puzzleteile zusammenzubekommen, und das geht nicht in einem Abend und auch nicht in zwei oder auch nicht in drei, aber wir versuchen hier an diesem Abend tatsächlich einzelne Teile so zu schieben, dass es einfacher fällt, ein Bild zu erkennen. Und das ist ja das Schöne am Puzzle, dass jedes Stück, das reinpasst, an den richtigen Fleck das Bild kompletter macht. Und wir wollen ein Bild haben, das nicht kreiert wurde, sondern das Bild, was wirklich geschieht. Darauf hat jeder Mensch in einem demokratischen Land Recht. Auf Information und auf die Möglichkeit, Informationen miteinander zu verbinden und Konsequenzen daraus zu ziehen für sich. Schauen wir das uns mal an in göttlicher Mission. Hier ein Videoclip von CBS News. To all of us, I'm driven with a mission from God. God would tell me, George, go and end this fight those terrorists in Afghanistan. And I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq. And I did. And now again, I feel God's words coming to me. Go get the Palestinians their state, and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East. And by God, I'm going to do it. Ich denke, die meisten haben es verstanden. Also CBS hat hier über die Medien verbreitet, wir haben hier gerade ja diesen Herrn gehört, dass Bush selbst die Stimme Gottes hört, der zu ihm sagt, George, ich möchte, dass du in den Irak gehst und dort die Menschen befreist, und ich habe es getan. George, ich möchte, dass du nach Afghanistan gehst, und ich habe es getan. Und wie Gott zu ihm sagt, George, ich möchte, dass du Israel beschützt vor den ganzen wilden Bombenträgern dort im Mittelosten. Und bei Gott, ich werde das tun. Also wir haben noch interessante Dinge zu erwarten, was in den nächsten Monaten, und ich glaube nicht, dass wir in Jahren sprechen müssen, im Nahen Osten, in Israel und dort am Jordanland und dort in diesem Gazastreifen, was sich dort alles tun wird. Denn Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Und wir werden uns jetzt anschauen, was dieser Auftrag ist, und ich möchte Sie entscheiden lassen, von wem dieser Auftrag kommt. Hier der Spiegel berichtete, und zwar am 17.02.2003, das ist keine neue Sache, was wir gerade gehört haben, das Interview war direkt neu 2008, also es ist ganz frisch, dieses Interview gewesen, aber schon 2003 hatten Menschen den Eindruck, Journalisten, ich bin kein Fan unbedingt vom Spiegel, ich weiß, dass diese Zeitung ihre bestimmte Gewichtung hat, so wie jede Zeitung, jedes Nachrichtensystem eine gewisse Gewichtung hat, aber eins ist klar, schon 2003 hatten Medien den Eindruck, dass Bush hier eine besondere Nähe plötzlich zeigt zu Formulierungen, die in die Nähe rücken, die eigentlich viel eher in die Kirche gehören oder von anderen Menschen erwartet werden, von Priestern oder Predigern oder von irgendwelchen moralischen Persönlichkeiten, die eine bestimmte Aufgabe haben, vielleicht sogar der Papst. Wir werden dazu noch kommen am Sonntag. Hier heißt es, der Kreuzzug des George W. Bush. The search for every possible path to peace. Whether we're talking about President Johnson, egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident, alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Every president of the last century. Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen. Also wir haben es gehört. Die Präsidenten, die wir noch kennen, so in unserem Gedächtnis sind,
Jeder sagt und betont, wie sehr Amerika Frieden möchte. Und George Bush hat es sich zu seinem Chefanliegen gemacht, dass er sagt, ich werde die Welt zum Frieden führen. Nicht Amerika, die Welt, auch Deutschland. Und wenn wir genau zuhören, ich habe die Zeit nicht, was Angela Merkel die letzten Monate in Interviews gesagt hat, ich kriege keine Angst, aber dann mache ich mir Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Sie sagt zum Beispiel, wir sollen nicht denken, dass wir in Zukunft uns darauf verlassen können, dass wir Demokratie haben, denn Demokratie zu haben ist ein Luxusgut. Hier im Spiegel, 17.02.2003, mit dem Sturm auf Bagdad will US-Präsident George W. Bush einen göttlichen Auftrag erfüllen. Selten sind in tiefgläubigen Amerika nationale Machtinteressen und fundamentalistische Frömmelei, das sagt der Spiegel, eine so innige Verbindung eingegangen. Wir werden am Sonntag uns Zeit nehmen für diese Verbindung. Wir schauen ja über dieses gesamte Thema, die neue Weltordnung, indem wir Puzzleteile zusammenstecken, wollen wir ja die wesentlichsten Puzzleteile zusammenschieben. Die Weltordnung, wir werden das von Abend zu Abend sehen, besteht eigentlich aus ganz wenigen Puzzleteilen. Genau genommen aus 5 Stück. Man braucht eine Krise. Man braucht politische Kontrolle. Man braucht Kontrolle im Finanzwesen. Man braucht Kontrolle in den Medien und man braucht Kontrolle in der Religion. Mit diesen 5 Puzzleteilen kriegt man immer und überall die Grundlage für eine absolute Macht. Jemand sagte mal, Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Und da ist was dran. Und dann heißt es hier, aber am Sonntag werden wir darüber sprechen, über das, was sich bewegt, um das Ziel zu erreichen, eine globale, neue Form der Ordnung herzustellen in Bezug auf diese Annäherung zwischen Staat und Religion und Kirche. Hier heißt es dann noch weiter, christliche Eiferer rufen zum Kreuzzug gegen den Islam. Nun, ich mache den Spiegel keinen Vorwurf, dass sie 2003, und ich muss hinzufügen, bis heute noch nicht ganz verstanden haben, dass dieser Krieg gegen den Islam eigentlich eine False Flag Operation ist. Das ist nur ein Aufhänger. In Wirklichkeit haben wir gestern schon am ersten Abend gespürt, bei dem Projekt Megiddo, bei den Gesetzen, die seit dem 11. September herausgekommen sind, dieses Terrorism Prevention Act, und dass es eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, dass es hier eine Art Trichter gibt. In den Medien wird oben am Rand des Trichters schwimmen die Moslems und alle, die Bomben tragen. Und wenn wir genauer drunter schauen, an die Äußerungen der Medien und vor allem der Regierung, dann werden wir sehen, dass eigentlich, ich habe extra den Flyer, dieses Flugblatt gestern gezeigt, von dem Büro des Federal Bureau of Investigation in einem Bundesstaat, das verteilt wird an alle Bundesbürger, also vom FBI auf Deutsch, dass dieses Flugblatt Leute und Gruppen beinhaltet wie Tierschützer, furchtbar gefährliche Leute und Leute, die sich immer wieder auf die amerikanische Konstitution berufen, die standen unter den Terrorverdächtigen. Und ich frage mich, wo im Trichter befinden wir uns da? Und wo geht es hin, wenn wir mal ganz unten am Trichter sind? Wer fällt da noch durch? Mit anderen Worten, wer ist eigentlich in wenigen Jahren nicht mehr terrorverdächtig? Aber wir werden sehen in den nächsten 2 Abenden und auch heute Abend schon, dass es eigentlich nicht wirklich um das alles geht. Aber wir brauchen diese Puzzleteile, um zu verstehen,
wie das Gebäude aufgebaut ist, das hier der Weltbevölkerung verkauft wird. Das heißt uns. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. That we are living in an era marked by the growth of socialism, its basic godless philosophy. Lying. Dirty. Its goal of world conquest. Shrewd. Godless. Its insidious tactics. Murderous. Determined. And its cunning strategy. It's an international criminal conspiracy. It's the same sort of Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. Identical techniques. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't. Ich meine, so kann man auch den Reportern antworten. Ich meine, wenn ich Journalist wäre, dann würde mir wahrscheinlich der Kragen platzen. Aber so wird heute mit Journalisten umgegangen. Man nimmt sie eigentlich entweder gar nicht ernst und antwortet ihnen nicht, oder man erzählt ihnen irgendwelchen Sumpf. Aber was ich eigentlich sagen will, ist mit diesem Clip, schon in der ganzen Geschichte wird sichtbar, dass es in einer Krisensituation immer einen Friedensbringer geben muss. Und das ist eigentlich schon allein dieses Thema schon hochreligiös. Wissen wir das? Das Thema, dass es in einer Krise einen Friedensbringer gibt, sozusagen einen Retter, einen Erlöser von dem furchtbar Bösen, das ist der Stoff, aus dem jede Geschichte gemacht wird, die in Hollywood geschrieben wird. Egal ob Krieg der Sterne oder irgend so ein billiger Western. Es gibt die Good Guys und die Bad Guys und den Erlöser. Woher die ganzen Geschichten kommen, ist ganz klar. Hier aus diesem Buch, aus der Bibel. Hier ist die Originalgeschichte drin. Die Originalgeschichte, die darüber schreibt, dass hier ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Und wer von Ihnen dieses Buch noch nicht gelesen hat, der hat was versäumt. Und der hat was nicht nur versäumt für sich persönlich, sondern ihm fehlt ein großes Stück Bildung. Ich habe bis vor 17 Jahren dieses Buch, ich glaube, nur zweimal in die Hand genommen. Einmal, als ich betrunken war nach der Disco und reingebissen habe in die Bibel, weil ich keine Antwort fand auf meine Probleme. Und ein anderes Mal, glaube ich, als ich in der Schule war, als Teenager. Aber vor 17 Jahren habe ich dieses Buch in die Hand genommen. Und ich habe angefangen zu verstehen, da gibt es eine Geschichte. Und das ist die Originalgeschichte. Und heute wird diese Geschichte immer wieder reproduziert mit einem anderen Ziel. Nämlich eine gewisse Erlöserfigur in dieser Welt einzuführen, eine gewisse Retterfigur, die die Welt rettet vor dem großen Gefahr. Das ist die Geschichte hinter dem 11. September. Aber die geht noch viel weiter. Schauen wir uns diesen Krieg an und diese Retterfigur. Momentan ist es George W. Bush. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Politiker. Ich beschäftige mich sehr ungern mit Politik, weil es mit sehr viel Dingen zu tun hat, die einen einfach belasten. Aber irgendwann, entweder er wird abdanken in den nächsten Monaten und dann wird eine neue Retterfigur kommen. Wir haben gestern einen Ausschnitt gesehen von, ich bin immer geneigt, Osama Bin Laden zu sagen, von Barack Obama. Ich verwechsel die zwei immer, Entschuldigung. Als wir die Ansprache in Berlin gehört haben, da haben wir Ausschnitte gehört, wo er für die neue Weltordnung spricht. Und was hat er als Thema? Er sagt, wir können uns das nicht mehr leisten.
als eine einzelne Nation hier in dieser Welt alleine zu stehen und Probleme lösen zu wollen. Und er sagt folgenden Satz, haben Sie es noch in Erinnerung? Er sagte gestern in der Ansprache, ich weiß nicht, wer es alles direkt angeschaut hat zu Hause, er sagte, es ist völlig egal, wer Präsident wird in Amerika, sagt er. Achtung, bei solchen Sätzen muss man die Ohren ganz weit aufmachen. Er sagte, es ist egal, wer in Amerika Präsident wird. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn es egal ist, in einem Wahlkampf, oder anders formuliert, wenn es egal ist nach Obamas Aussagen, wer Präsident wird in Amerika, dann frage ich mich, wofür dann einen Wahlkampf? Was ist das für eine Show? Um was kämpfen die denn? Um unsere Gehirnzellen? Und er sagt tatsächlich, und wenn er sagt, es ist egal, wer in Amerika Präsident ist, dann glaube ich ihm das, wenn er das sagt. Und er sagt in den nächsten Sätzen folgendes, so wie ich das mir erinnert habe. Er sagt, wir können uns das nicht mehr leisten, einfach uns zu separatieren, also separat zu stellen als Nationen, egal wo, in Deutschland oder da oder da oder da. Wir müssen zusammenrücken und gemeinsam das in Angriff nehmen, was heute auf dieser Welt getan werden muss. Nämlich die Welt zum Frieden zu führen. Und ich sage Ihnen was, es ist völlig egal, und da bin ich völlig der Überzeugung, ob diese Erlösungsfigur George W. Bush heißt oder Barack Obama. Es ist egal. Wichtig ist für die Menschen auf dieser Erde, für das Volk, sage ich mal, ich sage es nicht abfällig, für das Volk ist es wichtig, dass es in Krisenzeiten eine Erlöserfigur gibt. Das ist wichtig. Das ist der Grund, warum Hitler so viel Erfolg hatte. Er war die Erlöserfigur. Nehmen Sie egal welchen Politiker, egal welche Figur in der Geschichte, egal welche Motivation er hatte, warum er Macht bekam. Immer der gleiche Grund. Weil er im richtigen Moment, zur richtigen Zeit es geschafft hat, den Menschen klarzumachen, dass er derjenige ist, der die Lösung hat. Aber, liebe Freunde, ich bin ganz offen. Wir können uns nicht erlauben, an dieser Thematik nicht offen miteinander zu sprechen. Die Welt steht in einer solchen Herausforderung, um jetzt mal nicht das Wort Krise zu benutzen. Denn allein das Wort Krise verursacht schon bei vielen von uns eine Krise. Es ist so. Wir stehen vor solchen Herausforderungen, dass wir eine ganz andere Retterfigur brauchen als George W. Bush. Glauben Sie das auch? Und ich glaube, dass es diese Person gibt. Er sagt, einen gerechten Krieg zu führen, ist ein Akt christlicher Nächstenliebe. Das Böse muss bestraft werden. Gestern haben wir gehört, dass er sagte, Amerika wird das Böse beim Namen nennen. Das Böse muss bestraft werden, das Gute belohnt werden. Die Zeit für Gewalt ist gekommen. Wenn das ein Deutscher sagen würde, dann wäre er im Gefängnis. Aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die in Richtung Faschismus gehen. Was hier steht, will ich nicht überbewerten. Aber was hier steht, ist interessant. Was ist das denn eigentlich? Wie würden Sie das zusammenfassen mit zwei Worten, was er hier schreibt? Eine Idee? Das ist nichts anderes als ein christlicher Dschihad. Das ist ein heiliger Krieg. Oder nicht? In Gottes Auftrag, in Länder zu gehen und dort im Namen Gottes sie zu bombardieren und tausende Zivilisten, hunderttausende Zivilisten zu töten, im Namen Gottes, weil es dort Böse gibt, das ist für mich ein Dschihad. Das ist ein heiliger Krieg, den Amerika führt. Ich habe nichts gegen das Heilige. Ich bin vom Beruf Pastor. Aber wir müssen verstehen, was uns erzählt wird. Either you are with us or you are with the terrorists. Okay, verstanden? Ich glaube, so viel Englisch versteht jeder. Nein, nicht verstanden?
Soll ich nochmal spielen? Entweder du bist mit uns oder mit den Terroristen. Gegen uns. Was hier aufgebaut wird, ist ein Druck, der 100% in den letzten Jahren funktioniert hat. Das heißt, wer nicht mit dem Heiligen Krieg mitmacht, ist potenziell verdächtig. Sie denken vielleicht, ich dramatisiere, aber Sie werden in den nächsten Abenden sehen und schon heute Abend. Ich sage noch nicht mal ein Bruchteil von dem, was wirklich geschieht. Noch nicht mal ein Bruchteil. Und die Menschen ahnen das. Ich glaube sogar, dass die meisten Menschen so viel Verstand haben, dass sie es sogar wissen. Aber wir werden gut in Schach gehalten mit solchen Machtausdrücken. Vielleicht ganz kurz, ich wollte einfach nochmal anschauen, was ist denn gestern so passiert, an diesem 11. September im Fernsehen berichtet worden. Wir sind ja zeitversetzt, etwa 7 Stunden, zu New York sind es 6 Stunden, stimmt das? Etwa 5 oder 6 Stunden an die Ostküste. Das heißt, wir haben hier den Vortrag gehabt und während wir den Vortrag hatten, liefen dort einige Dinge und ich war interessiert, was lief denn da? Und ich habe gestern mal durchgeschaut und ich war enttäuscht, weil es gab keine Berichterstattung. Es gab keine Berichterstattung. Aber dieser Journalist, der dort für die ARD tätig ist, der sagte einige Sätze, die haben mich doch sehr, sehr, sehr interessiert. Und das war wert, noch mal kurz anzuschalten. Wie er die Situation grundsätzlich beurteilt, die momentan in New York, überhaupt in New York, nicht nur gestern, was dort seiner Einschätzung nach für eine Atmosphäre herrscht, was dort wirklich geschieht mittlerweile in dieser Stadt. Hören Sie genau zu. Jetzt sind wir in New York mit Ulrich Adrian verbunden und der hat sich einen Platz gesucht, von dem wir direkt auf Ground Zero, also auf das heutige Baustellengelände, blicken können. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend. Wie präsent ist denn eigentlich diese Wunde in der Stadt? Also nehmen New Yorker im täglichen Leben dieses Gelände noch als besonders wahr? Natürlich gibt es hier Alltag. Natürlich denkt man nicht jeden Tag an Ground Zero, wenn man hier entlang schlendert. Natürlich denken viele, wie Sie das geschildert haben, ach ja, es ist eine Baustelle. Natürlich ist dieser Gedanke nicht immer da. Trotzdem sage ich Ihnen, als jemand, der vor dem 11. September 2001 in Amerika gelebt hat und der jetzt im Moment in New York lebt, nach dem 11. September 2001, in dieser Stadt gibt es keine Normalität. Manchmal denke ich, es ist nicht New York City, es ist Paranoia City. Ich will das mal ein paar Beispielen klar machen. Wenn Sie hier als Tourist hinkommen und fotografieren eine Brücke, dann laufen Sie Gefahr, sofort festgenommen zu werden. Wenn Sie mit der U-Bahn fahren, dann geraten Sie sehr schnell in eine Razzia oder in eine willkürliche Taschenkontrolle. Und im Moment wird der abenteuerliche Plan diskutiert, dass jeder, der mit dem Auto in Manhattan reinfahren will, ab nächstem Jahr eine schwach radioaktive Substanz auf sein Auto gesprüht bekommt, damit man sie orten kann, damit man jeden Meter verfolgen kann, den sie mit dem Auto in Manhattan fahren. Also das nenne ich zum Teil wirklich Paranoia. Man kann auch sagen George Orwell oder so ein bisschen Big Brother. Also ich meine, wenn man nach Stuttgart reinfährt, dann braucht man eine Plakette, um sicher zu sein, dass man dort die Luft nicht verpestet. Ich meine, darüber ärgere ich mich schon, weil es auch ein Schwindel ist. Aber radioaktives Material auf sein Auto zu bekommen, nur damit ich genau getrackt werden kann, wohin ich in New York gehe, wo ich essen gehe und wen ich besuche, das ist paranoid. Da hat er genau das richtige Wort getroffen. Aber es ist mehr als paranoid. Denn wir sehen, dass seit dem 11. September systematisch versucht wird, ein Kontrollsystem aufzubauen, zunächst in Amerika und dann weltweit, dass es ausschließt, dass irgendeine Person Amok laufen kann. So sagt man, Amok laufen kann. Das heißt, mit anderen Worten, wir beobachten vor unseren Augen, dass es in Amerika die Tendenz gibt,
nach einem System, und das ist alles Teil der neuen Weltordnung, der absoluten Kontrolle. Man braucht genau 5 Bausteine für eine neue Weltordnung. Eine Krise, politische Kontrolle, finanzielle Kontrolle, religiöse Kontrolle und die Medien. Kontrolle über die Medien. Kontrolle, und das Thema ist ja auch unser Thema, oder nicht, in Deutschland? Ich meine, wir diskutieren darüber, darf man und wie lange darf man Telefongespräche speichern? Wir sprechen darüber, darf man die Computer durchsuchen? Mittlerweile sprechen wir darüber, dass wir nicht mehr Blitzen, die schnell fahren, mit Fotos blitzen, sondern dass wir grundsätzlich Kameras aufstellen, die den Verkehr überwachen und die Nummernschilder registrieren. Und ich könnte hier weitermachen. Das ist in Deutschland. Und wir merken so einen paranoide Anflug, ich nenne ihn mal so, weltweit mittlerweile. Das hat angefangen, ich meine, ich habe mich damals nur geärgert, als ich 2005 nach Amerika bin, und es war das erste Mal in Amerika in diesem Jahr, dass Passagiere am Flughafen sich ausziehen müssen. Ausziehen? Ja. Ja, nicht jeder dort öffentlich. Aber das war vorher nicht so. Vorher hat man einfach verdächtige Leute und so weiter. Das geht so weit, dass in Asien mittlerweile, als ich in Asien war, war das noch nicht der Fall, aber mittlerweile an den großen Flughafen wie Singapur, Tokio und so weiter, Hongkong, dass dort man nicht mehr Check-in macht von Personen dort. Piep, piep. Als ich in Kasachstan war, Zentralasien, jetzt dieses Jahr im Juni, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Sie lösen immer mehr an den Flughäfen in Asien die normalen Check-in-Points ab, mit solchen Tunneln, die aufgestellt werden. Und diese Tunnel sind so wie Drehtüren zu einem Kaufhaus, wo man durch muss. Man kommt nicht links und rechts dabei. Wenn man einchecken will, muss man durch diesen Tunnel gehen. Und ich habe gedacht, naja, ist doch schön, das geht schnell, einfach durchgehen. Und dann sehe ich, als ich meine Taschen in der Hand habe, die schaue ich rechts, was normalerweise dieser Radar oder sowas, was dieser Scanner ist, wo man dann diese Bilder sieht. Und dann sah ich einen Monitor und sah, was dort in dem Tunnel passiert. Jeder, der dort durchgeht, wird komplett entkleidet, virtuell auf dem Computer. Komplett. Das ist eine Frechheit. Und da ich noch die Möglichkeit hatte zu wählen, weil es nicht nur diesen einen Check-in gab, bin ich natürlich, weil das geht die doch nicht an, was ich unter meiner Kleidung habe, bin ich einfach an den anderen Check-in gegangen und bin dort eingecheckt in meinen Flug. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, was wird in den nächsten Jahren an den Flughäfen passieren? Wenn man jetzt schon virtuell ausgezogen wird, ich meine, dort sind nicht wirklich unsere Körper sichtbar im Sinne von, wie wir wirklich aussehen, aber der Computer rechnet es um in eine Person, 3D-Person, und exakt unsere Maße, exakt auf den Millimeter, sieht man als eine künstliche Person dort ausgezogen. Ja, in den nächsten Jahren werden wir nur noch Check-in machen und nur noch in die Kamera schauen. Das geschieht jetzt schon als Test in Asien. Und unsere biometrischen Daten hier in unserem Auge werden innerhalb von Sekunden, man muss hochschauen, zack, gescannt, abgeglichen mit einer Datenbank, wer wir sind. Das hört sich wirklich nach George Orwell an. Aber es ist nicht George Orwell, es ist die blanke Realität. Paranoia City. Bisher ist es New York, Paranoia City. Vielleicht wird es mal eine paranoie Welt, paranoide Welt. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Machen Sie da nicht mit bei dieser Paranoia. Aber um das möglich zu machen, müssen wir einfach denken, selbstständig denken. Schauen wir uns jetzt den Text an, den hier George Bush sagte, mit dem er die Welt zum Frieden führen will. Gott hat uns aufgerufen, unser Land zu verteidigen und die Welt, Achtung, die Welt zum Frieden zu führen. Das ist der offizielle Aufhänger, bitte mitdenken. Das ist die offizielle Version, die verkauft wird in der Welt durch die Medien, die anders nur formuliert heißt, ich
Wir, uns hat er berufen, Amerika hat Gott berufen, eine neue Weltordnung zu installieren. Eine neue Ordnung, das wird nur in den Medien Frieden genannt. In Wirklichkeit geht es um die Ordnung, eine neue Ordnung, Novum, Ordum, Ordo, Seclorum. Das glaubt ja keiner. Doch, ich. Nicht sagen, das glaubt keiner. Ich glaube, hier sind mehr als ich, die das glauben. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, das ist sehr wichtig, dass das, was hier steht, nur für die Medien ist und für die Bevölkerung, dass sie glauben, es geht um Frieden. In Wirklichkeit geht es um die neue Weltordnung. Wir werden beide Herausforderungen mit Mut und Selbstvertrauen angehen. Ich möchte Sie einladen, wir werden gleich wieder zu dem Thema zurückkommen, ich möchte Sie einladen, für einen Moment zuzuhören, was das älteste Buch der Welt zu sagen hat. Dieses Buch wurde seit Jahrhunderten versucht, umzuschreiben, zu vernichten, kaputt zu machen. In der Französischen Revolution, Gott ist tot, der Marxismus, der Kommunismus, Gott ist tot. Man hat seit Jahrhunderten versucht, dieses Buch zu ruinieren. Und es ist das meistgelesene Buch der Welt. Und je mehr man es versucht hatte zu ruinieren, desto mehr lasen die Menschen dieses Buch. Paulus, ein interessanter Mann. Und ich sage deswegen interessanter Mann, weil dieser Mann nicht einfach nur so ein Mann war, wie man vielleicht in den Kirchen ihn darstellt, mit einem Schein und mit einer Halbglatze und der dort hier irgendwelche Predigten nur hält. Paulus war ein Intellektueller. Paulus war Professor der Philosophie, der Geschichte und der Theologie. Und wer seine Briefe liest, merkt das. Er hatte bei dem damals besten Professor im ganzen Nahen Osten studiert, Gamaliel. Und dieser Intellektuelle, Paulus, schrieb einen Brief an seinen Mitarbeiter namens Timotheus und er sagte ihm, durch den Geist Gottes, inspiriert und durch die Erfahrung und durch sein Wissen, schrieb er damals diesen Text. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen sagen, Frieden, Frieden. Es ist keine Gefahr mehr, jetzt ist Frieden. Dieser Text hat mir in den letzten Monaten sehr zum Nachdenken gegeben. Es wird eine Zeit kommen, so sagt Paulus, so sagt uns das Wort hier, die Bibel, in dem dieses Gerede um Frieden sehr, sehr wichtig sein wird. Aber, und jetzt schauen Sie genau hin, das ist eine wichtige Information. Während gesagt wird, dass es Friede ist, wird doch kein Friede sein. Es wird nur gesagt. Hier steht das Wort, Sie werden sagen, es ist Frieden. Genauso wie es funktioniert zu sagen, es ist Krieg. Und wenn man sagt, es ist Krieg und immer wiederholt, es ist Krieg, es ist Krieg, es ist Krieg, Kampf gegen den Terror, Kampf gegen die Terroristen, dann stellt sich jeder auf was ein? Auf Krieg. Und übrigens, Amerika hat seit 2002, nachdem der Patriot Act 1 und gefolgt vom Patriot Act 2 herauskam und ratifiziert wurde vom Senat, kam sofort das Martial Law, Kriegsrecht. Amerika ist seit 2002 unter Kriegsrecht. Gewusst? Nein? Sind sie aber. Wie kann man sonst einen Passanten in New York, der auf dem Fahrrad fährt, mit voll bewaffneter Montur eine Truppe von diesen SWAT, diesen schwarzen Typen, die vermummt sind, die aussehen wie Baseballspieler oder Footballspieler, nur mit Bewaffnung. Und wie sonst ist es möglich, einen Fahrradfahrer mitten in New York vom Fahrrad zu ziehen, bitte, nicht zu sagen, könnten Sie bitte absteigen, ihn vom Fahrrad zu ziehen, auf den Boden zu schmeißen, ihn zu massakrieren, zu fesseln und auf ihn einzuschlagen. Und Sie sagen jetzt, das ist Quatsch, was ich sage. Ich habe leider die Zeit nicht gehabt. Ich habe die letzten Tage sehr wenig Zeit gehabt, sonst hätte ich Ihnen noch mehr Clips gezeigt. Ich kann es Ihnen zeigen, wer interessiert ist, ich gebe das kostenlos weiter. Heute geschieht, und deswegen sprechen die Journalisten in ARD von Paranoia City.
Da kommt ein Fahrradfahrer, der vielleicht einen Rucksack aufhat, das so aussieht wie vielleicht eine Bombe oder da hängt ein Kabel raus. Ich habe in einem Clip hab ich gesehen, da ist ein junger Mann, der läuft an der Wall Street, ist nicht gestellt, live. Der läuft an der Wall Street und er hat einen Rucksack auf und er hat ein Kabel raushängen von seiner Fotoausrüstung aus dem Rucksack. Die Hafenpolizei krapscht sich diesen Mann und hält ihn einen halben Tag lang fest. Die Polizei wird geholt. Ein Riesenaufwand, weil ein Kabel aus seinem Rucksack hängt. Dieser Mann wäre um ein Haar abgeführt worden wegen Terrorverdacht. Aber er hat einen Vorteil gehabt und er war klug, der junge Mann. Er hatte eine Kamera dabei, eine laufende, eine Camcord. Und er hat alles aufgenommen. Und sie hatten Angst, etwas zu tun mit laufender Kamera. Also wenn man nach New York geht, vielleicht mal in Urlaub, ein Wochenende, bitte vorher eine Kamera kaufen und nicht ohne laufende Kamera gehen. Das ist ein kleiner Scherz, aber so zum Lachen ist es nicht. Aber ich möchte zurückkommen. Wenn man sagt Krieg, 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 dann stellen sich die Leute auf Krieg ein. Und die Bibel sagt, es wird die Zeit kommen, da werden die Leute vom Frieden sprechen und alle werden sagen, endlich Frieden. Aber es wird kein Frieden sein. Woher weiß ich das? Hier steht's. Dann wird nämlich das Verderben schnell über sie herfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Genau das ist passiert in jedem diktatorischen Regime. Das Angebot des Friedens, sagen, wir bringen euch die Hilfe, wir bringen euch den Frieden, ihr müsst uns nur eure Rechte geben, eure Freiheiten und wir sorgen dafür, dass ihr beschützt werdet von den Bösewichten. Aber genau dann ist die größte Gefahr. Die größte Gefahr für eine Nation, für ein Land, für eine Person ist dann, wenn jeder vom Frieden spricht, wo er gar nicht ist. Ich zeige das deswegen, weil in Johannes Kapitel 14 Jesus Christus, und Jesus ist mir sehr wichtig geworden. Ich habe heute kein Problem, über Jesus zu sprechen. Früher habe ich mich geschämt. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich mich geschämt, über Jesus zu reden. Schäme ich mich heute nicht mehr. Ich habe Jesus kennengelernt als Drogensüchtiger. Ich habe ihn kennengelernt und habe kennengelernt, welche Kraft er hat. Und dass er lebt. Jesus lebt. Der ist nicht irgendwie ein verstaubtes Buch. Jesus lebt. Aber ich will Sie jetzt nicht überfordern. Ich möchte nur deutlich machen, Jesus ist entweder, denn dass er gelebt hat, das zweifelt keiner an, entweder er ist ein Lügner. Er ist ein Spinner oder es ist wahr, was er damals gesagt hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber er sagte, und er hat die Welt bewegt wie kein anderer, er sagte, den Frieden lasse ich euch. Und jetzt Achtung, was er sagt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Nicht den Frieden, wie die Welt ihn gibt. Und Achtung, mal sehen, ob Sie gut analysieren können, Texte analysieren können. Das ist wichtig, ob wir die Zeitung lesen oder die Bibel, ist völlig egal. Wir müssen einfach denken beim Lesen. Schauen Sie mal genau den Text an, was hier steht. Jesus gibt zwischen den Zeilen eine Information, wie der Frieden der Welt ist, den die Welt anbietet. Wo immer gesagt wird, Frieden, Frieden, ich bring dir Frieden, Frieden. Er sagt das hier zwischen den Zeilen. Hier steht, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es ist ein Frieden, in dem man die Furcht nicht verliert. Der Frieden, den die Welt anbietet, all die George Bushs und alle Obamas und wie sie alle heißen, bieten einen Frieden an, bei dem meine Furcht nicht endet. Denn manche fürchten diese Leute mehr als alles andere auf der Welt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, werdet ihr Wahrheit erkennen. Das ist einer der wichtigsten Texte in der Bibel und ich möchte ganz kurz, wir kommen gleich zurück zur neuen Weltordnung. Aber wir können uns nicht leisten und deswegen kann ich nicht diese Serie machen und nur politisch daherreden. Es geht nicht. Wir können uns nicht erlauben, über dieses Thema zu sprechen, ohne dieses Buch an wichtigen Stellen zu konsultieren. Es geht nicht. Jesus sagte einmal,
wenn ihr bleibt an meinem Wort. Das heißt, einfach mal denkend aufschlagen und anfangen zu lesen. Nicht, was andere sagen, nur in Kirchen und Predigten, und anfangen zu lesen, zu denken und anfangen, das zu verwerten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Er sagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Das ist der Grund, warum ich dieses heute Abend auch erwähne, bevor wir gleich weitergehen. Jesus sagt, wir können die Wahrheit nicht erkennen ohne den richtigen Kontext. Alles, was auf dieser Welt geschieht, braucht den richtigen Kontext. Es ist doch so, dass wir alle dasselbe sehen und hören in den Medien. Aber wie kommt es, dass es Menschen gibt, die es unterschiedlich interpretieren? Ganz einfach, weil sie die Informationen nehmen, die wir alle hören und sehen. Wir haben alle die gleichen Informationen. Wir nehmen die Informationen und wir setzen sie in den Kontext, in den wir sie hineinsetzen wollen. Wenn du die Informationen hineinsetzt, das, was du hörst über 11. September, über den Terror, in den Kontext, den man dir gibt in den Medien, nämlich, glaub bloß nicht den Verschwörungstheoretikern, sondern glaub uns, wir sind die Good Guys, dann wirst du natürlich das sehen, was du sehen willst. Jesus sagt, wenn ihr die Bibel aufschlagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und dann sagt er, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe das einmal erlebt als Drogensüchtiger, dass mich die Wahrheit frei gemacht hat. Sie hat mich wirklich frei gemacht. Ich bin heute nicht trocken oder sonst was, ich bin frei. Aber es gibt auch eine Sklaverei, die nicht chemisch funktioniert über Drogen, sondern es gibt auch eine Sklaverei, eine Bindung, die hier geschieht, über Ideologien, über Glaubenssysteme, über Philosophien, über politische Gedankengebäude. Und Jesus sagt, auch davon werden wir frei. Das ist das, wonach der Mensch sich sehnt, nach Freiheit. Und jetzt möchte ich kann nicht anders, ich muss eine kurze Pause machen, 4 Minuten. Also nicht, dass ich nicht rede. Ich brauche hier ganze Konzentration jetzt. Gestern haben wir gehört, dass Bush sagte, wir verstehen nicht die Vorhersehung, aber wir dürfen sie im Vertrauen gehen. Und ich habe die Frage gestellt gestern Abend, wovon spricht George W. Bush, wenn er über die Vorhersehung spricht? Aber Tatsache ist, dass zur selben Zeit, als Paulus schrieb, es einen anderen Schreiber gab der Bibel, der hieß Petrus. Und er sagte einmal diesen Satz, und der ist sehr wichtig, für das, was wir jetzt nachher hören und sehen. Wir brauchen den Kontext, den richtigen Kontext. Er sagte, wir haben umso fester das prophetische Wort. Hat jemand, kurze Frage, kurze Interaktion, damit Sauerstoff wieder durch die Gliedmaßen gehen, hat jemand hier eine Bibel hier unter den Zuhörern? Ich habe hier eine, aber hat jemand eine dabei hier? Kann jemand mal schnell dieses Kapitel aufschlagen? 2. Petrus 2, ich hoffe, dass es jemand schnell findet. 1, Dankeschön, das ist meine ewige Last, diese zwei Kapitel zu verwechseln. Kapitel 1, Vers 16, nicht 19. Kapitel 1, Vers 16. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnen, legendem gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Okay, danke. Hier steht am Anfang, wir sind nicht was gefolgt? Märchen. Zu allen Zeiten gab es Leute, die Märchen erzählt haben und Lügen erzählt haben und das verkauft haben als etwas Lukratives. Ideen, Philosophien und so weiter. Und immer waren die Leute unbequem, schon immer waren die Leute unbequem, die diese Pille nicht geschluckt haben. Und Petrus sagt in Vers 16, wir sind nicht irgendwelchen, Luther sagt hier, ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Andere Übersetzungen sagen, erfundenen Märchen. Er sagt, wir
haben das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, und jetzt Achtung, die Formulierung, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Wenn ich nicht mehr sehe, wie es weitergeht und das Licht ausgeht, dann brauche ich Licht. In der materiellen Welt brauche ich eine Taschenlampe. In der geistigen Welt, wo es um Wahrheit und Lüge geht, brauche ich eine spirituelle Lampe. Ich brauche Licht an einem Ort, an dem es finster ist. Und liebe Freunde, dieser Ort ist sehr finster geworden, an dem wir uns befinden. Die Welt ist sehr finster geworden. Und zwar sagt er, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Die Offenbarung ist ein interessantes Buch. Sie beginnt mit den Worten, dies ist die Offenbarung. Woher wissen Sie das? Ich dachte, jeder sagt jetzt Johannes. Denn in den meisten Bibeln steht als Überschrift die Offenbarung Johannes, der auf Patmos dieses Buch geschrieben hat. Nein, ist es nicht. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und dort steht was ganz Interessantes. Hier steht im Kapitel 13, und morgen werden wir uns etwas anschauen, was Sie nicht glauben werden, aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil Sie es nicht glauben werden. Wir werden uns morgen darüber beschäftigen, wie die neue Weltordnung auf dem Sektor der Finanzen gebaut wird und was definitive Pläne sind, um das zu erreichen. Aber ich will nur einen ganz kurzen Ausschnitt zeigen. Hier heißt es, ich sah ein Tier aufsteigen in der Prophetie in der Bibel, das darf ich mal sagen, ist in der prophetischen Sprache, in der Symbolsprache der Offenbarung, ein Tier eine Macht, eine politische Macht. Das sind nicht meine Erfindungen. Das können Sie prüfen in jeder Bibliothek, indem es Lexikas, Wörterbücher und Bibeln oder auch historische Bücher gibt von Auslegern und so weiter. Ja, die Bibel sagt selbst in dem Buch Daniel, dass ein Tier, in Daniel Kapitel 7, wer nachschlagen will, dass ein Tier eine politische Macht bedeutet. Entschuldigung, ganz kurz, damit keiner hier jetzt denkt, das ist Spinnerei, was ich sage. Ich sage ein Tier und Sie sagen mir die Nation dazu. Bär. Laut bitte. Russland, selbstverständlich. Russland hat als Wappen den Bär. Das ist nicht so dumm, was die antiken Schreiber in der Bibel gemacht haben, vor 2000 Jahren. Sie haben politische Mächte dargestellt durch Tiere. Und deswegen schreiben sie nicht diese und diese Nation, sondern sie sagen, da kam ein zweites Tier. Ein anderes Tier. Kuh? Nicht, dass jetzt einer schreit Allgäu oder so. Nein. Känguru. Adler. Das habe ich nie verstanden. Deutschland? Deutschland? Adler? Wir sind 60 Jahre weit in der Geschichte. Das war unter Hitler ein Adler. Österreich? Es wird immer besser. USA natürlich. Ein Adler, ein Seeadler. Weißkopfseeadler. Genügt es oder soll ich noch ein paar Tiere sagen? Hirsch. Der rührt. Okay, lassen wir es. Baden-Württemberg? Machen wir es andersrum. Bitte? Stuttgart. Es ist schon spät, aber ich... Drei Löwen, na klar. Also, das ist nicht so dumm, was die Bibel hier macht. Da kommt eine politische Macht, die Johannes auf Patmos durch eine göttliche Vision sieht. Und er sagt, wir könnten ihren ganzen Abend füllen mit dem Thema. Ich habe das auf DVD, das Thema, wer das möchte. Zwei Hörner wie ein Lamm. In der ganzen Bibel hat das Lamm nur eine einzige Bedeutung. Egal ob Altes Testament oder Neues Testament, hat das Lamm nur eine einzige Bedeutung.
Allein in dem Buch Offenbarung wird allein, vielleicht sage ich jetzt nicht ganz die Wahrheit, aber ich kann mich erinnern, glaube ich, 9 oder 10 Mal mindestens das Wort Lamm benutzt. Zum Beispiel hier. Das ist aber in Johannes 1,36. Als Johannes der Täufer im Jordan steht, sieht er plötzlich Jesus am Jordan vorbeigehen und dann ruft er und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Warum? Warum nennt Johannes Jesus das Lamm? Vers 29, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Im Alten Testament wurde ein Lamm geopfert als Symbol für den kommenden Christus, der die Sünde, das heißt den Schrott und den Müll, den wir gemacht haben in unserem Leben, wegnimmt. Jemand, der wirklich Frieden bringt. Und ich sah ein Lamm stehen, Offenbarung 5, Vers 6, wie geschlachtet. Das Lamm, das geschlachtet ist, Offenbarung 5, 12, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Daraus wurde ein ganzes Oratorium gemacht aus diesem Text. Von Händel. Das ist das letzte Stück im Messias. Und jetzt kommt ein Text. Da müssen Sie jetzt genau aufpassen. Sonst verstehen Sie nicht, was diese Medienfloskel, ich werde der Welt Frieden bringen, Amerika wird der Welt Frieden bringen, werden Sie nicht wirklich verstehen. Ich habe mir die Gedanken gemacht, warum wird diese politische Macht in Offenbarung lammartig beschrieben? Das heißt, es hatte Hörner wie Macht. Übrigens, in der Prophetie gibt es nicht nur symbolische Bezeichnungen für politische Mächte wie Tiere, sondern auch Hörner, die eine symbolische Bedeutung haben. Aber auch das ist in der Geschichte bestätigt. Ganz einfach. Wie haben die Wikinger ihre Kraft ausgedrückt? So die starken Wikinger. Wie haben die diese ausgedrückt? Mit Helmen. Und was haben sie auf den Helmen gehabt? Hörner. Und wer war der Chef? Ja, gut. Nein, nicht ganz. Der war der Chef bei den Wikingern, der die größten Hörner hatte. In der Antike, dann hat man das geändert. Da fand man das nicht mehr so schön. Ich meine, die Zeiten ändern sich, so wie kurze Hosen, lange Hosen, enge Hosen, breite Hosen. So haben die dann damals nicht mehr die Hörner, nicht die Hosen, sondern die Hörner gewechselt. Sie haben nicht mehr die Hörner so gemacht, sondern sie haben die Hörner um den Helm gewickelt. Und wer dann die meisten Runden gedreht hat um den Helm, der war der Chef. Und jetzt sehen wir, interessanterweise sehen wir hier eine Macht in Offenbarung, die genannt wird eine politische Macht, die gesagt hat, sie hatte 2 Hörner. Die Macht wird ausgedrückt durch Hörner in der Bibel. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm. Wie ein Lamm. Das heißt, es hatte eine Macht. Das sah so aus wie ein Lamm. Was macht denn das Lamm? Das fand ich interessant. Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, Christus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut. Das ist das Merkmal eines Lammes in der Bibel, dass Frieden durch das Lamm kommt. Kommen wir zum Eingemachten. Zur neuen Weltordnung. Viele glauben nicht daran, dass es eine neue Weltordnung überhaupt gibt. Dass es sowas überhaupt in irgendeiner Weise geben könnte. Tatsache ist, wenn wir so glauben, haben wir die letzten 200 Jahre mindestens an Geschichte verschlafen. Hier ist eine Aussage, die anderen kommen auf Deutsch, die schaffte ich nicht mehr in Deutsch zu übersetzen. Damals war noch Henry Kissinger Minister für äußere Angelegenheiten. Er sprach von einem Szenario. Er spricht von der Zukunft, bitte. Und ich glaube nicht, dass dieser Mann ein Prophet ist. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, über die Zukunft Aussagen treffen zu können. Entweder ich bin von Gott inspiriert, denn Gott, sagt die Bibel, weiß alles. Oder
ich gestalte selber die Zukunft, dann kann ich auch über die Zukunft Aussagen machen. Achtung, was er sagt über die Zukunft. Er spricht von einem Szenario, in dem Individuen, also Personen, die individuellen Rechte werden freiwillig aufgegeben werden, um was zu garantieren? Um den Wohlstand zu garantieren, der ihm zugesprochen wird durch eine Weltregierung. Achtung, Weltregierung meint Weltregierung. Das Ziel bestimmter Personen, und die könnten wir alle mit Namen nennen, aber das schaffe ich alles nicht. Ich möchte die groben Puzzle zusammenschieben. Das sind 5 Puzzleteile. Wenn wir das verstehen, verstehen wir sehr viel. Wir könnten hier den ganzen Müll der letzten Jahrzehnte in der Politik aufwerfen und sie würden nach Hause gehen und wären frustriert. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen die Puzzle zusammensetzen. Wir wollen verstehen, dass es einige wenige Menschen gibt, eine gewisse Elite. Sie möchten tatsächlich eine Weltregierung, das heißt völlige Kontrolle juristisch, politisch, religiös und im Finanzwesen und in den Medien. Und das ist kein Orson Welles, das ist blanke Realität aus dem Mund von Henry Kissinger, der unserer Straße hier den Namen gegeben hat. Schauen wir, was Strobe Talbot sagte. Er war früherer Staatssekretär. Er sagt, in dem nächsten Jahrhundert, er spricht von welchem Jahrhundert? Vom 21. Jahrhundert werden wir die Nationen, so wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr da sein. Obsolet. Die werden nicht mehr nötig sein. Alle Staaten werden anerkennen eine einzige globale Autorität. Nationale Souveränität war sowieso nicht die größte Idee, wenn man es genau nimmt. Das sind einige Aussagen aus den Köpfen der Elite, der politischen Elite. Jetzt wird es ein bisschen deutsch, das entspannt. Arthur Schlesinger, Historiker und der Berater von 2 Präsidenten. Er wurde mehrfach mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, ist Autor und hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Foreign Affairs. Ein dicker Wälzer, der, ja, wer Zeit hat, der kann das lesen. Und er sagt, 1995, er starb dann 2 Jahre später, wir werden eine neue Weltordnung nicht ohne Blutvergießen erreichen. Ebenso bedarf es an was? Worten und an Geld. Achtung, dieser Mann ist nicht irgendjemand. Er sagt, wir werden eine Weltordnung nicht ohne Blutvergießen erreichen. Warum? Wo gibt es Blutvergießen? Im Krieg. Und zwar dann, wenn andere Nationen ihre Souveränität behalten wollen. Alle Kriege, die wir die letzten Monate und Jahre gesehen haben, waren Kriege, bei denen es um was ging? Geld in Form von schwarzem Öl. Um Politik oder anders gesprochen Worte. Denn das ist das, was Politiker machen, Worte. Manchmal haben sie auch Sinn. Aber vor allem Blutvergießen. Warum Blutvergießen? Wenn doch Amerika die Welt, wie passt das zusammen? Wenn Bush sagt, wir werden die Welt zum Frieden führen, warum durch Blutvergießen? Warum? Ganz einfach, weil das immer wieder neue Krisen verursacht. Denn dieses Blutvergießen geschieht auf Art und Weise in einem Krieg, der nicht sichtbar ist. Der Kampf gegen den Terror, gegen die Achse des Bösen. Und gegen Terroranschläge, die zum Teil selbst initiiert sind. Schauen wir, was dieser Mann gesagt hat, David Rockefeller, Bankier, Mitbegründer der Bilderberg-Gruppe. Hat jemand sich mal kundig gemacht über die Bilderberg-Gruppe? Bilderberg-Gruppe ist eine politische Elite-Organisation, die ihren Namen bekommen hat von einem Hotel, wo sie sich das erste Mal trafen, in den 60er Jahren. Und mittlerweile, und das können wir prüfen, das ist ein Fakt, was ich sage,
Mittlerweile ist jeder Politiker, egal welcher Nation, der in einem bestimmten Maße Verantwortung trägt, teil- und eingeladen zu den Versammlungen der Bilderberggruppe. Die treffen sich jedes Jahr irgendwo anders in der Welt, in Hotels oder mieten irgendwelche großen Dinge an und treffen sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist keine Presse zugelassen, keine, absolut keine, auch keine amerikanische, ist keine Presse zugelassen. Und dort treffen sich viele, viele Leute, auch deutsche Politiker, unter anderem auch der Chef von Mercedes-Benz und viele, viele einflussreiche Leute aus der Industrie, aus der Politik. Und diese Bilderberg-Gruppe war eher Mitbegründer. Rockefeller ist ein Begriff, er ist ja der reichste Mann der Welt. Er hat jetzt erst, habe ich heute in den Nachrichten gelesen, hat er 100 Millionen Dollar einer Universität gestiftet. 100 Millionen Dollar. Und er sagt, wir sind, Achtung, und das ist sehr wichtig, was er sagt, wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist eine entsprechend große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Die Nationen haben bisher das Verlangen nach Souveränität. Das war bisher das Bild, das globalpolitische Bild. Jeder sprenkelt sich ab, jeder kleine Staat, die Albaner wollen einen eigenen Staat, die Kosovo und jeder will einen eigenen kleinen Staat. Und wenn es nur Zwergenstaaten sind, individuell möchte jeder Staat sein. Aber das Blatt wendet sich. Wir merken, wie immer mehr seit 2001, nachdem gerufen wurde, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns, plötzlich durch die ganze Welt die Nationalitäten, die Nationen, was tun? Sich orientieren nach Amerika. Was macht zum Beispiel jetzt gerade der Präsident von Georgien? Was macht er? Nachdem er die Knüppel kriegt von Russland? Er ruft und sagt, warum helft ihr uns nicht? Wir wollen Teil der UN werden, wir wollen in die NATO eintreten, wir wollen mit euch sein. Warum helft ihr uns nicht? Ich habe heute ein Interview gesehen im Netz. Und sie rufen nach Hilfe. Und was glauben Sie, wie lange es dauern wird, bis Amerika dort ruhmreich einmarschieren wird? Übrigens, Georgien nicht weit weg von Afghanistan. Passt vielleicht so am Vorbeigehen. Rockefeller sagt, wir brauchen nur eine entsprechend große Krise. Und dann werden alle Nationen sie akzeptieren, die Weltordnung. Die Frage ist, was wird diese Krise sein? Gerade jetzt irgendwo in der Welt planen Terroristen neue Angriffe auf unser Land. Ihr Ziel ist eine Zerstörung, die den 11. September im Vergleich dazu blass aussehen lässt. George Bush am 13. Februar 2008. Wenn George Bush sagt, jetzt gerade im Februar planen irgendwo in der Welt Terroristen eine Zerstörung und ich alles in Betracht ziehe, was ich jetzt weiß und vielleicht Sie auch ahnen und wissen, dann frage ich mich, wenn man weiß, wer die wirklichen Terroristen sind, was diese Terroristen vorhaben. Um eine solche Krise zu verursachen, dass alle Nationen sagen werden, klar, wir brauchen das, wir können nicht mehr anders, wir brauchen ein einheitliches System, ein Schutzsystem. Kontrolle ist angesagt. Und ich sage Ihnen was, die ersten Personen in den USA, ich werde Ihnen das morgen mit Clip belegen, die ersten Hunderte von Menschen in den USA lassen sich freiwillig chippen. Warum? Weil sie dadurch einen besseren Schutz haben vor dem Terror. Jetzt können Sie sagen, ich bin blöd, aber das ist nichts als die Wahrheit. Früher hat man die Hunde gechippt. Ich. Vor einigen Jahren war das unvorstellbar, was hier wir gerade gehört haben von den Aussagen von Rockefeller und anderen und von Bush. Es war unvorstellbar, aber es hat sich sehr viel getan seit 2001. Wir hören und sehen alles im Radio und TV und in den Zeitschriften, dass die Weltregierung kommt. Und es ist nicht eine Frage, liebe Freunde, ob eine Weltregierung kommen wird.
Es ist nur die Frage, wann sie kommen wird. Sie können das glauben oder nicht glauben. Aber welche Konsequenzen eine Weltregierung hat, das haben wir noch gar nicht besprochen. Schauen wir mal und kommen wir zur Sache. George Bush Senior sagte, bitte auf das Datum achten, am 11. September 1991, exakt 10 Jahre vor dem Anschlag in New York, hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen. Und diese Rede hat es in sich. Es ist die Mutter aller Reden. Es ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom, and the rule of law. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is a very real prospect of a new world. Tut mir leid für die schlechte Aufnahme, aber es gibt im ganzen Netz diese Aufnahme nicht mehr. Man muss sie irgendwo sich sammeln. Schlechte Qualität zum Hören. Aber wir haben einiges verstanden, oder? 1991 war der Initialstoß im Kampf gegen den Terror von Bush Senior mit dem ersten Irakkrieg. Und er hatte als eine der glorreichen Ideen, diese Rede als Initialfunken zu nehmen, um die ganzen Nationen zu sich zu rufen und hier vor den Vereinten Nationen zu sagen, wir brauchen eine neue Weltordnung. Damals hat kaum jemand verstanden und es wahrgenommen, was Bush hier sagte. Heute gibt es keinen Politiker mehr, der nicht als Thema in seiner Rede die neue Weltordnung hat. Das ist ein Fakt, den wir prüfen können. Hören wir mal, was er sagte. Wir müssen okay, den haben wir schon gehört, ich brauche den Text. Er sagt, worum es geht, ist mehr als um ein Land. Hier geht es um mehr. Es ist genau die Rede von Obama in Berlin. Wer sich mal den Text analytisch nimmt und mit einem Rotstift die Kernaussagen unterstreicht, hat exakt die Kernaussage von Obama in Berlin. Genau die gleichen Aussagen. Er sagte, es geht nicht um Amerika, es geht nicht um Deutschland, es geht nicht um ein Land, es geht um die Welt. Er nennt sich Weltbürger Obama in Berlin. Das ist übrigens die Sprache der Elite, Weltbürger. Man ist nicht mehr Amerikaner, nicht mehr Deutscher, man ist Weltbürger. Wir werden morgen sehen, ich würde am liebsten schon springen, wir werden morgen sehen, wie sich vor unseren Augen etwas ereignet, das die meisten Leute nicht mitbekommen. Und ich gehe davon aus, dass hier 95% davon nicht wissen, obwohl es seit 2005 läuft. Morgen werden wir darüber sprechen. Amerika ist dabei, seine Souveränität aufzugeben als Land. Ab 2010 wird es Amerika nicht mehr geben. Und jetzt werden Sie sagen, der Spinner, hier komme ich nie wieder her. Ich sage Ihnen was, gehen Sie ins Internet, googeln Sie ein bisschen und geben Sie ein North American Union. North American Union. Und bereiten Sie sich vor auf den morgigen Abend, das wird zum Teil unser Thema sein. Amerika bereitet sich darauf vor, einen Pakt einzugehen und seine Souveränität aufzugeben, sich mit Mexiko und Kanada zu verbinden. Und das geschah 3 Jahre lang ohne Senat und ohne Kongress.
nur von einigen wenigen Leuten. Und vor kurzem haben wir es erfahren. Ich bin schon im Thema morgen. Er sagt, eine neue Weltordnung, wo verschiedene Nationen sich zusammenziehen für eine gemeinsame Sache. Was ist die gemeinsame Sache? Das müssten Sie eigentlich jetzt schon wie ein Spatz vom Dach pfeifen. Was ist die gemeinsame Sache? Die neue Weltordnung. Das heißt, er nennt 5 Punkte. Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und hier sind Sie ja. And the rule of law. Wir werden am Sonntag darauf kommen, was in der Weltregierung, was in der neuen Weltordnung das bedeutet. The rule of law. Und ich frage mich, welches Gesetz? Um welches Gesetz geht es hier? Was sind die Gesetze, um die es gehen soll in der Weltordnung? Ein paar haben wir ja schon kennengelernt. Patriot Act und so weiter und so fort. Oder der Violation Prevention Act und solche Dinge. Und dann sagt er, aus diesen schwierigen, problematischen Zeiten, warum? Weil die Krise wurde initiiert, jetzt haben wir ein Problem. Aus diesen schwierigen Zeiten, unser 5. Ziel, was ist das 5. Ziel? Die neue Weltordnung. Also, Frieden. Wenn Bush sagt, wir Amerikaner führen die Welt zum Frieden, dann nennt er wie viele Punkte? Den 1. Punkt der Agenda. Und alle schreien, ja, wir wollen Frieden, wir wollen Sicherheit. Aber Bush Senior hat vor einigen Jahren, vor 10 Jahre vorher, vor 11. September, hat er genannt, was die Agenda ist. Die Agenda sind 5 Punkte, nicht 2. Nicht Frieden und Sicherheit, sondern Frieden, Sicherheit, Freiheit, was immer Sie damit meinen, und die Herrschaft des Gesetzes. Genau. Und dann sagt er, die 5. Ziel ist was? Die neue Weltordnung. Das heißt, diese 4 Stationen führen in das eigentliche Ziel, nämlich die neue Weltordnung. Wenn Amerika sagt, wir führen die Welt zum Frieden, unter dem ganzen Schmuh und False Flag Operationen von Terroranschlägen, egal ob in Bologna oder New York, dann ist es nur ein Trick, um hinzuführen zur neuen Weltordnung. Und diese neue Weltordnung sagt jetzt was ganz Interessantes. Er sagt, nun können wir sehen, dass eine neue Welt ins Dasein kommt. Eine Welt, in der es eine echte und reale Aussicht gibt auf eine neue Weltordnung. Ich meine, der wiederholt sich die ganze Zeit. Das ist wie in der Popmusik heute. Die singen 5 Minuten lang den gleichen Text, damit es eingeht. Er sagt Folgendes, und der Satz hat mich bewegt. Die Rede geht nämlich weiter als das, was wir gehört haben. Peace, Security, Freedom and the Rule of Law. Und dann sagt er, nur die Vereinigten Staaten haben beides. Die moralische Standkraft, um das durchzuführen. Nun, wir wollen jetzt nicht diskutieren, wie viel Moral in Amerika da ist, aber der Punkt ist, hier ist ein Mann, der nicht einfach nur da Seifenblasen redet. Dieser Mann hat eine ganz klare Agenda formuliert. Und jetzt schauen Sie sich das genau an. Wir haben diese Zuversicht, weil die Freiheit eine beständige Hoffnung der Menschheit ist. Der Hunger an dunklen Orten, Achtung, jetzt spricht er von dunklen Orten. Petrus sagte, wir haben umso fester das prophetische Wort, dass das scheint an einem finsteren Ort. Wer sagt, das ist alles geschwollen? Bush benutzt diese Worte. Die Sehnsucht der Menschen als unsere Gründungsväter, bitte aufpassen, eine neue Weltordnung deklarierten, handelten sie auf der Grundlage einer antiken Hoffnung, die es gilt zu erfüllen. Und jetzt werde ich immer neugieriger. Eine antiken Hoffnung? Nun, antik heißt Jahrtausende. Was ist denn die Hoffnung seit Jahrtausenden der Menschen? Ich meine, der spricht hier von etwas, von einem System, von der neuen Weltordnung. Am Sonntag bitte nicht vergessen, hier zu sein, denn da werden wir darüber sprechen. Eine antiken Hoffnung, und jetzt sagt er, was die antike Hoffnung ist, eine neue Weltordnung auf der Grundlage einer sehr alten Hoffnung, ich habe es jetzt mal anders übersetzt, nicht mit antik, sondern sehr alt, die es gilt zu erfüllen. Das ist der Punkt. Sie haben eine Agenda, die ganz klar Strukturen hat und sagt, das ist das, wohin wir wollen. Eine antike Menschheitstraum zu realisieren.
Und der Menschheitstraum auf diesem Planeten, den verrate ich am Sonntag. Hier ist schon mal ein Vorgeschmack. All these new challenges are bringing together about the biggest restructuring we have ever seen, not just of the global economy. Hier Gordon Brown, der Premierminister von England seit 2008. And 200 years ago, a famous British foreign secretary said that the new world had been called into existence to redress the balance of the old. In 1990, another old world ended, dominated by the Cold War, and people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And what was not foreseen then, but is obvious now from everything that we see and do, what we experience in every day of our life, is the sheer scale and speed and scope of globalization. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like, it's driven forward now not just by the balance of military strength, the Cold War times, or ordinary political power. It's being driven forward by a seismic shift in economic power that we see around us. Es ist interessant, was der Mann sagt. Er sagt, da geht es nicht um ein paar Veränderungen, politisch, militärisch. Er sagt, seismic shift. Hier geht es um grundlegende Veränderungen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und wenn ich über die Flughafen gehe in der Welt und merke, dass alle Nationen umschwenken auf biometrische Daten, alle, dann mache ich mir Gedanken. Seismic shift, sagt er. Er spricht die ganze Zeit von dieser neuen Weltordnung und sagt, jetzt ist die Zeit, die Erde zu retten. Gordon Brown in einer Ansprache. New World Order to save the Earth. Alle Grünen und Weltliebhaber, alle Anhänger von dem Klimaerwärmungspropheten, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Al Gore, der übrigens auch eine Lüge verbreitet, dass die Klimaerwärmung so schlimm ist, dass wir fast am Rande der Menschheit stehen, das ist Quatsch. Ich bitte Sie, dass Sie anfangen, das zu prüfen und nach und wirklich Fachleute konsultieren. Das ist absoluter Unsinn. Aber ich kann darüber nicht sprechen, weil mir die Zeit fehlt. Aber Sie haben Internet, Sie haben ein Gehirn, Sie haben Verstand und Sie haben die Freiheit, das einzusetzen. Verstehen wir? Hier gibt es eine Heilbringer-Mentalität, die Voraussetzung ist, um die neue Weltordnung zu installieren. Ja? So, der letzte Abschnitt heute Abend. Das Thema heißt ja heute Verschwörungstheorien, die Mutter aller Verschwörungstheorien. Und wir haben heute Abend am Anfang George Bush gehört, wie er vor der UN, vor den United Nations sagt, lasst uns das nicht tolerieren, diese bösartigen Lügen, dass hier irgendein System sich zusammenzieht und irgendetwas plant. Lasst es uns bloß nicht tolerieren. Ich möchte Ihnen was zeigen und das kann ich nur anreißen. Es tut mir leid, mehr nicht. Was unsere guten Präsidentschaftskandidaten eigentlich zu machen, wenn sie nicht vor der Kamera stehen. Und was sie wirklich glauben und denken, wenn sie nicht gefilmt werden. Und wir fangen damit an mit dieser antiken und alten Idee, auf die sich George Bush Senior bezieht, wo er sagt, das ist a big idea, und zwar der Gründungsväter. In der Zeit der Gründung Amerikas entstand dieses Siegel. Und dieses Siegel kann ich gar nicht alles behandeln. Aber interessant ist, dass dieses Siegel mittlerweile nicht nur die 1-Dollar-Note ziert, sondern mittlerweile ist es die Rückseite des Siegels des Präsidenten. Ja? Und hier steht Novus Ordo Seclorum, neue Ordnung der Zeitalter oder neue Weltordnung, denn im Griechischen heißt Zeitalter und Welt das Gleiche. Auch im Lateinischen. Dann steht hier das große Siegel. Und wenn wir das uns genauer anschauen, das ist interessant. Hier sehen wir die Pyramide mit 13 Einheiten.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Und diese Pyramide steht hier die Jahreszahl. Wir sehen es hier. Richtig. 1776. Und dann sehen wir hier ein Auge in dem oberen Teil, der ein Stück weit abgelöst ist von der Pyramide, allgemein formuliert oder benannt als allsehendes Auge. Dieses Auge wird interpretiert von den meisten Leuten als das Auge Gottes. Ja? Denn Amerika ist ja God's own country. Und das hören wir jetzt bei Bush und bei allen anderen. Sie sagen, Gott hat mit mir gesprochen. George, geh nach Afghanistan. George, geh in den Irak. Und bei Gott, ich werde es tun. Also God's own country, verstehen wir? Und dann steht, also das Auge Gottes, ich glaube, dass das das Auge Gottes ist. Die Frage ist nur, welcher Gott? Hier steht, Anuit Coeptis. Unser Unternehmen wird gelingen. Unser Unternehmen wird gelingen. Haben wir das gehört, als Bush Senior sagt, there's a real chance, und er sagt, und es wird uns gelingen. Die sind sehr sicher. Das ist ihre ganze Überzeugung. Nun, dieses Siegel ist interessanter, als ich hier jetzt darstellen kann. Wichtig ist, dass dieses Siegel tatsächlich in Verbindung steht mit den Freimaurern. Das ist keine Verschwörungstheorie, doch es ist eine Verschwörungstheorie. Laut Wikipedia ist es eine echte Verschwörungstheorie. Wir müssen nur anders denken, das nicht als Verteidigung sagen, nein, nein, keine Verschwörungstheorie. Es ist eine Verschwörungstheorie. Schauen wir uns mal den an, das ist interessant. Hier sehen wir 13 Lagen an Steinen. Wir sehen hier ganz interessante Details. Aber mir ist ein Detail wichtig, das den meisten entgeht. Hier auf diesem ganz kleinen, hier irgendwo, man sieht es, die Auflösung ist zu schlecht, sitzt eine kleine Eule. Genauso groß wie ein Viertelfingernagel, wenn überhaupt, vielleicht 3 mm groß, sitzt eine kleine Eule. Hier irgendwo in dem Bereich, ich sehe es gerade nicht, hier irgendwo. Und diese kleine Eule hat einen Namen. Und diese Eule steht in 15 Meter Höhe einmal im Jahr in Nordkalifornien. Das ist dort, wo ich 2005 war. Und in Nordkalifornien, in den Wäldern oben, wo die großen Mammutbäume stehen, da gibt es einmal im Jahr eine Veranstaltung einer Organisation, einer Geheimgesellschaft. Und diese Geheimgesellschaft heißt Bohemian Grove, hat seine Wurzeln in Deutschland und seine Verbindung zu dem Naziregime. Dieses Bohemian Grove wird heute von den meisten überhaupt nicht mal wahrgenommen. Fakt ist, dass der Bohemian Grove ein Elitetreffen ist von Hunderten und Aberhunderten einflussreichen Männern der Politik und Industrie. Ich habe eine ganze Teilnehmerliste, die könnte ich Ihnen zeigen, wo Kissinger draufsteht, George W. Bush und wo sie wohnen, in welchem Apartment und so weiter, in welcher Hütte. Und einmal im Jahr treffen sie sich dort vor dieser Eule. Das hört sich jetzt an wie Grimms Märchen. Ich weiß, das ist mir bewusst, was ich jetzt sage und welche Reaktion es bei Ihnen. Aber die Realität ist manchmal noch seltsamer als Grimms Märchen. Und sie treffen sich dort jedes Jahr, um eine Veranstaltung zu begehen. Diese Veranstaltung ist seltsame, seltsame Dinge, die dort passieren. Sie ziehen dort irgendwelche Kapuzen auf und irgendwelche Mäntel, die runterhängen, sehen fast aus wie Ku Klux Klan. Und gibt tatsächlich auch Aufnahmen davon, echte. Und dort machen sie Feuer und geben Opfer vor dieser Eule. Aber ich will da nicht hängen bleiben, das hört sich alles so seltsam an. Tatsache ist, schauen Sie mal danach, dieser ganze Bereich ist voller Symbole und Bedeutungen. Und auf diesem
Schein ist nichts zufällig, auch gar nichts. Die Anzahl der Dinge, die Anzahl der Blätter hier, die Anzahl der Schwanzfedern und so weiter. Übrigens ist es hier auch kein Adler, sondern laut den Aussagen des Siegelsherstellers ein Phönix. Ein Phönix, der sich aus, was sagt die antike Geschichte? Aus der Asche, aus der Zerstörung erhebt. New World Order, Ordo ab Chao. Ist das uns ein Begriff? Das ist das Motto, Ordo ab Chao, des schottischen Ritus der Freimaurer. Ordo ab Chao, Ordnung aus dem Chaos. Hier sehen wir den Dollar und hier sehen wir die Freimaurers-Plakette und zwar von dem Stamm des Großmeisters in Connecticut. Jede Stadt, die sind da aufgeteilt in bestimmte Parzellen. Dort, wo ich arbeitete 2005 in Kalifornien, in Sacramento, war direkt gegenüber dem Gebäude, direkt gegenüber der Kirche, waren die Freimaurer, die schottische Ritus. Und es ist interessant, das Gebäude hatte keine Fenster, scheinbar mögen die kein Licht. Hat kein einziges Fenster, das ganze Gebäude, passen 4000 Leute rein. Ich kann Bilder zeigen davon. Aber sehen wir diesen unglaublichen Zufall? Die Pyramide, das Freimaurerzeichen und oben das allsehende Auge. Jetzt frage ich mich, wenn hier steht, Novus Ordo Seclorum und da oben Anuit Quaestis, wie manche interpretieren, Gott wird uns gelingen lassen, obwohl das Wort Gott hier nicht steht, aber so wird es interpretiert, Gott wird es uns gelingen lassen, dann frage ich mich ganz ehrlich, liebe Freunde, um welchen Gott dreht es sich hier? Kennt jemand dieses Logo? Das ist das Siegel einer offiziellen Regierungseinrichtung Amerikas. Und zwar ist das das Büro für Information und Wahrnehmung. Schon mal gehört von dem Büro? Dieses Büro ist verantwortlich, um gewisse geheime Informationen, geheime Organisationen zu analysieren, zu infiltrieren und daraus für die Regierung wichtige Informationen abzuleiten. Das ist ein echtes Büro, so wie das FBI oder was anderes. Das hat eine echte, so wie das Homeland Security Office und so weiter. Schauen wir mal, was hier steht. Das ist das offizielle Siegel. Das können Sie alles in Wikipedia nachschauen. Geben Sie nur ein, das stehen Sie alles, wofür das da ist in Amerika, dieses Office. Da ist die Welt. Bitte helfen Sie mir die letzten Minuten. Ich hoffe, es ist nicht langweilig, wir sind gleich fertig. Interpretieren Sie mal dieses Siegel. Logos werden gemacht, um etwas auszusagen. Wir sehen hier einen Planeten und die Pyramide mit den 13 Reihen, oben das allsehende Auge, die Strahlen, die ausgehen und wir sehen einen Lichtstrahl, der von dem Auge auf die Welt geht. Und jetzt dazu das, was hier steht, Information Awareness Office. Das allsehende Auge, nur fragt sich von wem, der die Erde sozusagen im Blickwinkel hat. Und hier steht, Scientia est Potentia, Wissen ist Macht. Interessant ist, dass diese Verbindungen nicht zufällig sind. Es gibt nicht so viele Zufälle auf diesem Planeten. Benjamin Disraeli, erster Ministerpräsident von dem Vereinigten Königreich England, sagte 1876 Folgendes. Die jetzigen Regierungen verhandeln nicht nur mit Politikern und Königen. Bitte genau aufpassen. Die Zitate, die ich jetzt nenne, sind erklärend für das, was wir jetzt in unserer Zeit sehen. Die jetzigen Regierungen verhandeln nicht nur mit Politikern und Königen und Ministern, sondern ebenso mit den Geheimgesellschaften. Was dieser Mann sagt, ist enorm. Der erste Ministerpräsident in England, also der Vorgänger von Gordon Brown, er sagte, die Verhandlungen von
Politikern auf der Ebene geschehen nicht untereinander nur, sondern auch mit Geheimgesellschaften. Das heißt mit anderen Worten, liebe Freunde, geheime Organisationen, geheime Gesellschaften sind Teil der Weltpolitik. Können wir das verstehen? Das sind nicht meine Aussagen. Das sagen uns die Insider, unter die ich mich nicht zähle, die überall ihre skrupellosen Agenten haben und letztendlich die Pläne einer Regierung steuern können. Wer steuert nach den Aussagen des ersten Ministerpräsidenten in England die eigentliche Regierung zwischen der Politiker? Die Geheimgesellschaften steuern die Politik. Und da gibt es nicht nur einen, der das sagt. Er sagt, die Welt wird von verschiedenen Persönlichkeiten regiert, jenseits aller Vorstellungen derer, die nicht hinter den Vorhang schauen. Und dazu gehören wir. Wir sind die, die nicht hinter den Vorhang schauen. Ich habe angefangen, ein wenig versucht, einfach mal mich zu beschäftigen. Mit dem richtigen Kontext, um die Dinge wirklich zu verstehen. Okay, jetzt wird es interessant. Ich kann nicht weitermachen, weil dann fängt es gleich an. Wir hören jetzt ein Interview mit einem der bekanntesten, renommiertesten amerikanischen Journalisten, die es gibt heute. Und er ist derjenige, der hat solch einen Namen, dass wenn er ruft und Leute einlädt, dann können sie sich nicht leisten, ein Interview abzulehnen mit ihm. Weil er so einflussreich ist und weil er in der ganzen Welt als einer der führenden Journalisten gilt. Und man weiß, das, was in seiner Sendung gesagt wird, ist wichtig und ist repräsentativ und es hat eine gewisse Funktion. Und jetzt hören wir, der Journalist spricht ihn darauf an, auf die Geheimgesellschaft, in der George W. Bush Mitglied ist. Und übrigens nicht nur er, sondern auch damals sein Kontrahent Kerry, wie hieß er? John Kerry, der Demokrat. Und George Bush, der Republikaner, im Wahlkampf gegeneinander, aber im Bohemian Grove oder in der Organisation Skull and Bones, also Totenkopf und Knochen, sind sie sich eins. Sie sind ja sogar verwandt miteinander, das wissen wir. Aber jetzt achten wir auf die Reaktion von Bush, als er plötzlich im Fernsehen darauf angesprochen wird, auf diese Geheimgesellschaft. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? Er sagt, Kerry und du, ihr seid doch beide Mitglieder in Skull and Bones. Dann wartet er einen kurzen Moment und sagt, das ist so geheim, da können wir nicht drüber sprechen. Und grinst, er muss ja grinsen, er muss ja eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Er ist hier live im Fernsehen. Aber Achtung, was er noch sagt, er lässt nicht locker. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to watch us. They are. I don't know. Number 322. First of all, he's not the nominee. And, look, I look for you. You prepare for Bruce? No, I'm not Bruce. If you did, what would you do? Well, yeah, I'm Bruce. I've got a vision for what I want to do for the country. See, I know exactly where I want to lead. I want to lead this. I want to lead this world to more peace and freedom. I want to lead this great country to work with others to change the world in positive ways, particularly with respect to war and terror. And we've got changing times here in America too. Other than Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? Was bedeutet es für Amerika? Jetzt lockert die Situation auf, indem sagt, ne? Das ist der Erkennungscode dieses Ordens 322 und er provoziert ihn einfach und sagt, na und die Nummer 322 und was kann anderes machen als dort zu lachen. Fakt ist, dass die Bush-Familie schon seit Generationen Teil ist der wichtigsten Geheimorganisation in dieser Welt. Hier sehen wir den Vater Bush. Den Vater, wo ist er? Hier.
Großvater Bush. Von Skull and Bones, das ist, man sagt ja immer, nein, das ist so eine Studentenorganisation. Nein, nein, es ist keine Studentenorganisation. Die wichtigsten Politiker Amerikas sind dort vertreten. Und hier sehen wir das gleiche Bild einige Jahrzehnte später. Erkennen wir ihn hier? George W. Bush. Nun, wir müssen zur Landung ansetzen und ich glaube, wir ahnen, dass uns nicht alles gesagt wird, was wir glauben zu wissen. Es gibt hier eine Person, die die Welt zum Frieden führen will und der eine neue Ordnung in dieser Welt installieren will und nicht nur er, sondern die ganze Regierung und nicht nur seine, sondern noch viel mehr. Und sie sich beziehen auf eine alte Vision und eine alte Hoffnung der Menschheit, selbst in merkwürdigen Geheimgesellschaften organisiert sind, verbunden aufs Engste mit den Freimaurern, die ein Ziel haben, nämlich, wer weiß es, die totale Weltregierung. Das ist das ausgesprochene Ziel gewesen von Weishaupt, der die Gründer ist der Freimaurer. Weishaupt, ein jüdischstämmiger Deutscher, der diesen Orden, diese Organisation gegründet hat. Warum, was ich zeigen will, ist nicht so vom politischen Wert, was ich jetzt zeige. Aber was ich jetzt zeige, ist wichtig als Zwischeninformation. Hier sehen wir Bush bei seiner Intronisation, Entschuldigung, bei seiner Wahl, seiner Amtseinführung bei seiner Wiederwahl vor 4 Jahren. Und er macht hier dieses interessante Zeichen, dieses da. Als ich mal jemanden fragte in USA, was das bedeutet, dann sagten sie mir, na, das ist klar, das ist ein Zeichen der Texaner, die Leute, die aus Texas kommen, das ist das Zeichen der Longhorns, dieser Longhorn-Rinder, mit denen sie ihr Geld verdienen. Also die Texaner, die grüßen sich so. So ähnlich habe ich auch reagiert, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, George Bush ist Texaner. Sei es drum. Aber dieses Zeichen ist alles andere als ein texanisches Erkennungszeichen. Seine Frau, übrigens ist sie über 4 Ecken verwandt mit Aleister Crowley. Laura Bush ist verwandt mit Aleister Crowley, falls es jemand was sagt. Jetzt wird es richtig Verschwörungstheorie. Seine Tochter sind alles Texaner. Hier bei seiner Amtsbestätigung. Hier sein Vater, natürlich auch Texaner. Achtung, wir gehen gleich weiter mit den Texanern. Joseph Kennedy, der Vater von John F. Kennedy, der ermordet wurde, weil er nicht ins Programm passte, sagte der New York Times am 26. Juli 1936, etwa 50 Männer, wenn überhaupt, führen Amerika. Ich glaube nicht, dass es heute noch 50 sind. Und jetzt sagt uns Felix Frankfurter, oberster Richter, 1952 war er oberster Richter des US-Gerichtshofs, des Supreme Court, sagt er, die wahren Führer in Washington sind unsichtbar. Die wahren Führer in Washington sind unsichtbar. Wir werden morgen sehen, wer diese sind. Das ist nicht die Bush-Familie. Das sind die Personen, die ihren Kopf hinhalten in den Medien. Und sie üben ihre Macht im Verborgenen aus. Sagen Sie mal, sieht der aus wie ein Verschwörungstheoretiker? Schauen wir noch ein paar Texaner an. David Qualley, Teil der Bush-Regierung. Jetzt mal ein Demokrat. Bill Clinton ist natürlich auch ein Texaner, oder?
Nein, er ist kein Texaner. Oh, Berlusconi. Also, dass er texanische Wurzeln hat, das glaube ich mit Sicherheit nicht. Auch wenn er sich manchmal im Europaparlament wie ein Cowboy sich verhält. Also, hier ist der leitende General des Irakkriegs. Wie heißt er? Frank? Richtig? Und er steht hier vor Kamera und es fällt ihm nichts Besseres ein, als einfach mal so zu machen in die Kamera. Weil er sich freut, dass er Texaner ist. Nein, er ist kein Texaner. Und jetzt raten Sie mal, wer das ist. Ich gebe einen Tipp. Es sind keine Texaner und sie sind nicht verwandt mit den Bush-Familien. Das ist die deutsche Gruppe Metallica. Deutsch und alles andere als politisch und auch meines Erachtens in einem anderen Kontext zu sehen. Aber hier der Sänger, der Leadsänger, er macht hier das gleiche Zeichen. Dieses Zeichen ist weltbekannt. Es wird genannt Il Cornuto. Hören Sie mal, was John F. Hyland sagte, Bürgermeister von New York 1925. Die wahre Bedrohung unserer Nation ist die unsichtbare Regierung, die wie eine gigantische Krake ihre schleimigen Arme über unsere Städte, Staaten und unsere ganze Nation legt. Und diese Krake ist das Rockefeller-Ölkonsortium und eine kleine Gruppe sehr mächtiger Banker. Unser Thema von morgen. Verkaufen und kaufen. Einer der letzten Schritte in der Weltordnung. Die Kontrolle des Finanzsystems. Diese Interessensgemeinschaft zwischen Bankern und Politikern führt die US-Regierung. Jetzt haben wir das Blatt aufgedeckt. Die verborgen führen, sind nicht die in der Kamera, sondern die, die das Geld haben. Federal Reserve, eine Privatfirma, amerikanische Privatfirma besitzt das amerikanische Geld, nicht die Regierung. Sie heißt zwar Federal, Regierung, ist aber nicht Federal. Es ist eine Privatorganisation von Privatbankern. Die drucken das Geld und der Staat, ob Sie es glauben oder nicht, Amerika muss das Geld von Ihnen kaufen. Es gibt einen interessanten Film, der heißt Amerika von der Freiheit zum Faschismus. Dieser Film sollten Sie sehen. Von Russo, ein bekannter Hollywood-Regisseur. Also, es ist auch völlig egal, ob das ein Demokrat ist oder Republikaner. Die Leute, die wirklich die amerikanische Regierung führen und mittlerweile auch die Weltregierung ansteuern, ist völlig wurscht, ob Demokrat oder Republikaner. Das ist eine Show für uns. Damit wir uns wie am Fußball mit einer Chipstüte und sagen, oh, wer wird gewinnen? Das ist eine Show für uns. Damit wir nicht drüber nachdenken und nicht drauf kommen, nachzudenken, was wirklich passiert hinter dem Wahlgetrubel da. Nämlich der Aufbau einer Weltregierung. Schauen wir, was Rockefeller sagt. Und das haben Sie auf Ihre Einladung wahrscheinlich das Zitat gelesen. Wir sind an der Grenze, das sagt er, ich glaube in den 70er Jahren. Wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist eine entsprechende Krise. Wir haben es ja schon mal gehört. Und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Und jetzt sagt er Folgendes. Wir sind so dankbar, sagt Rockefeller, wir sind dankbar der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen, ihren Direktoren, sie haben unsere Treffen, er spricht hier von der Trilateralen Kommission und von der Bilderberg-Gruppe, die Presse haben haben unsere Treffen besucht und haben ihr Versprechen abgegeben,
der Diskretion für fast 40 Jahre. 40 Jahre hat die Presse den Mund gehalten über das, was dort wirklich verhandelt wird. Na, wenn das nicht nach Verschwörung sich anhört. Ich sag's, die Weltregierung ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Die neue Weltordnung bedeutet neue Gesetze und eine spezielle Rolle der Vereinten Nationen und eine Ordnung aus dem Chaos. Wir sind eine der am schlecht regiertesten und eine der am meist kontrollierten Regierungen der Welt, sagt Woodrow Wilson, 28. US-Präsident. Keine Regierung der freien Meinung und der Stimmen der Mehrheit, sondern eine Regierung gelenkt durch eine Gruppe dominanter Männer. Die sagen alle das Gleiche, ob Bürgermeister, Präsident, Bankiers, die sagen alle das Gleiche. Der Fall einer Regierung durch eine verschworene Elite ist unwiderlegbar. William Fulbright, US-Senator 63. Wo kommt das Wort Verschwörungstheorie her? Wenn diese Leute von Verschwörung sprechen, ja, warum darf ich es dann nicht? Warum sie nicht? Weil wir Angst haben, es auszusprechen. Damit wir nicht kompromittiert werden und als Spinner gelten. Vor über 100 Jahren schrieb eine interessante Autorin. Sie ist die meist übersetzte Autorin der Welt. Sie sagt, die Gegenwart ist für alle Menschen von überragendem Interesse. Herrscher und Staatsmänner, Inhaber und Vertrauens- und Machtstellungen, nachdenkende Männer und Frauen aller Schichten verfolgen aufmerksam, was um uns herum geschieht. Sie beobachten die Beziehungen zwischen den Nationen, zwischen den Nationen. Sie bemerken die starke Erregung und erkennen, dass sich etwas Großes und Entscheidendes anbahnt, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. Das sind die Worte von Rockefeller. Ich möchte schließen heute Abend. Ich glaube, wir warten alle drauf. In Johannes Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Sie wissen, dass ich jeden Abend als letztes nach den vielen Worten, die wir machen als Menschen und Politiker, als letztes möchte ich heute Abend Jesus Christus sprechen lassen. Und ich möchte Ihnen etwas vorlesen aus dem letzten Buch der Bibel. Und dort heißt es Folgendes, damit Sie mitlesen können. Hier heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Johannes sieht auf Patmos, sieht in einer Vision, die Gott ihm gibt, durch Christus, sieht er die Zukunft und sieht, dass eine neue Weltordnung auf uns zukommt. Und dann heißt es, und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen, Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist jetzt mit uns, auch wenn wir ihn nicht sehen, aber es wird der Tag kommen, wo wir ihn mit unseren Augen sehen. Und dann sagt hier die Prophetie in Offenbarung, und er wird bei ihnen wohnen, bei den Menschen. Und sie werden sein Volk sein. Er ist der wahre Führer. Er ist der wahre Heilsbringer, den alle kopieren wollten in der Geschichte. Er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Irakische Tränen, afghanische Tränen, deutsche Tränen, amerikanische Tränen und vielleicht ihre Tränen. Abwischen von den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Die alte Welt, liebe Freunde, wird vergehen. Vielleicht schockiert Sie das heute Abend mehr als alle Informationen, die Sie bisher gehört haben. Diese Erde wird vergehen und es wird eine neue Erde geben, eine neue Ordnung, eine neue Weltordnung, aber nicht unter amerikanischer Flagge. Und dann heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss.
Es hängt an uns. Ich möchte Sie einladen, heute Abend über all das nachzudenken, was wir gehört haben. Und ich möchte Sie einladen, heute Abend für einige Sekunden still zu sein, während ich den Abend schließen will mit einem kurzen Gebet. Sie können dazu sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir stehen vor dir und wir merken, dass du da bist. Wir leben in einer Zeit, in der wir sichtbar vor unseren Augen erleben, dass sich etwas anbahnt, was wir nicht ganz verstehen. Wir versuchen zu begreifen, Herr, was vor sich geht, und wir danken dir, dass du uns den echten und den richtigen Kontext dazu gibst. Ein Buch, das sich in den letzten 3.500 Jahren nicht verändert hat. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein können und dass wir die Möglichkeit haben, selbstständig denken zu dürfen. Ich möchte dich bitten, gib du uns diesen Frieden, den echten Frieden. Und danke, dass wir keine Angst haben brauchen in dieser Welt. Denn du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke, Herr, dass du es ernst und gut mit uns meinst. Wir freuen uns auf den morgigen Abend und wir bitten dich, dass du uns jetzt Ruhe schenkst von diesen vielen Informationen und dass sie uns dazu dienen, selbstständig denkende Menschen zu sein, die auf dein Kommen sich vorbereiten. Ich danke dir durch Christus. Amen.